Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Ich grüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen zu der 51. Folge von Vampire the Masquerade, Blood and Sand. Ja. Genau, hört auf die Feder. Die Feder schreibt gerade wichtige Dinge in den Chat. So, sag ich aber gleich nochmal was zu. So, heute mit dabei die Mondi als Scarlet, unsere La Sombra. Hallöchen. Und Feramin als Samantha, die Toreador. Hallo. Und der Rerion als Ronan de Tremere. Hey. Und last but not least, Kako als Bruce the Gangrel. Guten Abend. Ja, und später schließt sich uns noch jemand an, aber das wird noch nicht verraten. So. Ja. Wir spielen Vampire the Masquerade. Ich möchte diesmal einen relativ ausführlichen Disclaimer vorneweg schicken, weil es mir nach einigen Kommentaren zu der letzten Runde, die ich unter dem YouTube-Video gelesen habe, ist mir ein Anliegen. Die Feder beschreibt es gerade als Mod hier heute schon ein bisschen schriftlich. Also wir spielen hier ein Rollenspiel. Und deswegen, das ist alles fiktional, was wir hier tun. Ich glaube, soweit könnt ihr uns noch folgen. Und ich bitte euch eigentlich jedes Mal, bevor der Stream startet, auch auf euch da draußen zu achten, auf Dinge, die euch triggern oder die euch irgendwie anfassen. Wir spielen in der World of Darkness. Das bedeutet, dass inhaltlich durchaus Dinge passieren können, die einen triggern könnten. Sowohl Handlungsweisen als auch Szenarien, die vorkommen. Ismen könnten thematisiert werden, zum Beispiel, oder halt auch einzelne Handlungsweisen von NPCs oder Spielercharakteren. So, und ganz, ganz wichtig, die Grundregel bei dieser Sache ist, trennt bitte das Handeln der Spielerinnen und Spieler von dem Handeln der Charaktere und Charakterinnen. Ist das ein Ding, Charakterinnen? Das sage ich eigentlich immer, um Leute irgendwie davor zu bewahren, dass sie nicht in irgendwie eine rassistische Ecke gesteckt werden oder so, obwohl das eigentlich nur ein Teil des Charakters ist, der gespielt wird oder so. Aber das ist nicht nur darauf beschränkt. Ich habe unter dem letzten Video ein paar Vorwürfe gelesen, dass es hier in der Runde Spielerinnen und Spieler gibt, die Screentime geil sind, in Anführungsstrichen. Oder die sich in den Vordergrund spielen möchten durch Handlungen und so. Und wir möchten einfach mal darauf hinweisen, dass alles, was wir hier tun, mehr oder weniger abgesprochen ist. Also natürlich gibt es eine Art Rollenspiel. Und man hat spontane Elemente hier. Aber wir sind untereinander in Kommunikation und wir sind untereinander auch so weit vernetzt, dass wir uns jedes Mal vor der jeweiligen Session auch unterhalten darüber, was wir machen wollen, was nicht. Und wir sind alle mit den Handlungsweisen, auch wenn der ein oder andere mal weniger Screentime hat, sind wir da d'accord. Niemand möchte sich hier in den Vordergrund spielen durch irgendwas, was sein Charakter tut. Und das ist nochmal ganz wichtig, nochmal herauszustellen. Also diese Vorwürfe sind nicht nur aus der Luft gegriffen, sondern ich finde die geradezu als beleidigend. Von daher, diejenigen, die es angeht, jetzt gerade die wissen jetzt, wenn sie zugucken, dass sie gemeint sind, vorsichtig mit solchen Vorwürfen bitte. Ihr wisst nicht, was wir hinter in den Kulissen besprechen alles. Ihr seht eine Show, eine fiktive Show. Das ist uns manchmal auch gar nicht so bewusst, dass Dinge, die wir halt wissen, ihr nicht wisst. Und daraus Dinge bestimmt auch anders wirken. Aber, ne, also selbst wenn hier krasse Szenen irgendwie zwischenmenschlich abgespielt werden, wie beim letzten Mal, seid euch da sicher, dass es vielleicht in der einen Situation, kann es sein, dass es irgendwie auch auf der IT- und OT-Ebene ein paar Komplikationen gibt, aber die werden immer besprochen, sind immer in der Gruppe ein Thema. Und ja, das war mir nochmal wichtig irgendwie zu sagen. Vorneweg, bitte trennt das.
Und die zweite Sache, die ich da hinschicken möchte, ja, ich habe die letzten Folgen euch als Chat-Teilnehmer durchaus schätzen gelernt. Ihr wart sehr, sehr aktiv, ihr seid habt mitgefiebert und ihr habt richtig ja, die Cheerleader-Pompoms in die Hand genommen, habt für euren Lieblingscharakter, eure Lieblingscharakterin gevotet und Stimmung gemacht. Das ist spaßig bis zu einem gewissen Punkt. Und es begann für uns als Gruppe, die wir euch Content liefern, teilweise ein Problem zu werden, denn es ging vielleicht schon einen Ticken zu weit. Deswegen ist auch die Feder heute so aktiv heute als Mod dabei, um das ein bisschen einzudämmen. Das heißt nicht, dass ihr nicht cheeren dürft und dass ihr euch nicht mit eurem Charakter, eurer Herzen freuen oder traurig sein dürft, aber versucht es ein bisschen auf einem ruhigeren Level zu halten. Ich weiß, wir stacheln manchmal auch an durch das, was wir tun. Aber manchmal, so inzwischen hat es sich ein bisschen hochgeschaukelt und ich würde ganz gerne als Spielleiter und als Host dieser Show irgendwie ein bisschen dafür sorgen, dass es wieder ein bisschen gesettelter abgeht. So, wir sind immerhin ja eine Gruppe, die hier ist und nicht Koali-Show oder Bruce-Show oder Samantha-Show oder Ronan-Show oder Scarlett-Show. Genau. Das vorneweg. So, dann kann es heute zu einer, heute wird es zu einer Szene kommen, die vielleicht einige Leute irritiert. Ich möchte jetzt noch nicht genau spoilern, um was es da geht. Aber ihr werdet es gleich erfahren. Und ich möchte auch da schon mal vorsorglich ein paar Sachen zu sagen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Aktion, die ja aus bösem Willen oder mit irgendwelchen bösen Intentionen, Hintergedanken oder irgendwelchen Komplikationen, die vonstatten gehen, ja, die da nicht drin liegen, sondern es ist eine rein private Entscheidung gewesen, eine bestimmte Sache gleich so zu tun, wie sie passieren wird. Und ich bitte euch auch das zu akzeptieren, die Story weiter zu verfolgen und sonst weiter nichts irgendwie großartig. Also fühlt euch nicht dadurch angegriffen und ich bitte euch auch die anderen, die Mitspielerinnen, damit dann auch nicht weiter irgendwie großartig in Verbindung zu bringen, denn das ist mehr oder weniger ein Gruppenentschluss. So. Dann sind ich natürlich bei dem üblichen Vorgeplänkel, was ich irgendwie vorneweg sagen muss. Wir spielen in der World of Darkness. Es kann Story-Elemente und alles mögliche anderes geben, die triggernd sind. Bitte passt auf euch auf. Wenn euch irgendwas triggert, schaltet aus. Das gilt auch für Handlungsweisen von SpielerInnen. Schaltet aus, guckt was anderes. Niemand zwingt euch, diese Show zu gucken. So, außerdem spielen wir in der World of Darkness, so wie sie uns als SpielerInnen gefällt. Das kann davon abweichen, wie ihr die World of Darkness spielt, wie ihr Vampire spielt oder wie ihr Vampire wahrnehmt. Wir spielen sie so, wie wir das gerne möchten. Und das kann wirklich erheblich abweichen. Bitte lasst uns unsere Freude daran, wie wir spielen und drückt uns nicht das, was ihr möchtet oder cool findet, auf, denn dann spielen wir irgendwann nur euer Spiel und dann wäre es für uns unlustig und für euch, naja, ich weiß nicht, ob das noch lustig ist, wenn ihr irgendwas guckt, wo ihr nicht mitmachen könnt, aber naja, ist eigentlich ein ganz merkwürdiges Konstrukt. Ja, genau. So, dann möchte ich dann nochmal darauf hinweisen, dass wir lose Verbindungen haben zu einer anderen Streamreihe. Was heißt lose? Inzwischen sind sie ziemlich fest verknüpft. Also eine Verbindung haben zu einer anderen Streamreihe und zwar zu der Viva Las Vegas bzw. Viva Venezia Runde auf dem Kanal von Meister Umbreon. Und das heißt, es werden auch heute Charaktere und Story-Elemente aus diesen Runden aufgegriffen werden. Falls ihr die nicht geschaut habt, die sind gar nicht so viele Folgen, könnt ihr die natürlich noch nachholen.
Habe ich beim letzten Mal auch schon darauf hingewiesen. Den Kanal von Meister Umbreon findet man in der Suche bei YouTube ganz einfach. Und wenn ihr das später hier schaut auf YouTube, unten drunter ist auch ein Link zu seinem Kanal oder zu der Runde. So, da werden Hintergründe von bestimmten Charakteren erklärt. Wir erklären hier jetzt an der Stelle die Charaktere an sich nicht wirklich speziell nochmal, sondern die kommen so vor, wie sie halt in unserer Story halt auch vorkommen. Und das ist halt so lose, dass sie sich aus sich heraus erklären oder halt bestimmte Elemente im Grauen oder Schwarzen bleiben. Das heißt, ihr werdet sie dann, wenn ihr sie nicht kennt, kennenlernen. Das ist schon passiert mit einigen Charakteren. So, dann freue ich mich natürlich auch jedes Mal, auch wenn es beim letzten Mal einen Kommentar gab, der uns ziemlich den Tag vermiest hat. Jedes Mal, wenn ihr Kommentare schreibt, freuen wir uns eigentlich grundsätzlich darüber. Ich finde das gut und wenn ich es hier gerade auch lese im Chat, dass der Harlekin schreibt, ihr seid klasse, sowas ist immer eine sehr gute Sache und wir freuen uns da jedes Mal wie Bolle drüber, wenn wir Lob bekommen. Natürlich, jeder freut sich über Lob, aber wir freuen uns vor allen Dingen auch, wenn ihr konstruktive Kritik äußert. Der eine böse Kommentar von letzter Woche, der traf in gewisser Weise einen Nerv, hat aber keine konstruktive Kritik gegeben, sondern einfach nur gesagt, also im Groben, ihr seid scheiße. Und das ist eigentlich selten richtig hilfreich. Von daher, wenn ihr uns schon scheiße findet, dann schreibt wenigstens konstruktiv, wie wir es besser machen können. Und mal gucken, ob wir das dann machen, weil kann ja sein, dass wir anders spielen als ihr, hab ich ja eben schon erwähnt. So, ich werfe nochmal einen kleinen Blick zurück auf die letzte Folge, in der es heiß hergegangen ist. Die Gruppe hat den Primogen, den Maikavianer, konfrontiert mit all seinen Verbrechen, die er in der Stadt ohne Namen, in der Grenze zu Mexiko im guten Bundesstaat Texas in den USA im Jahre 2019 sind wir in Time, so alle begangen hat. Und dabei sind einige Dinge ans Tageslicht gekommen, die die Charaktere vielleicht vorher so gar nicht auf dem Schirm hatten. Nämlich wurde dieser Primogen, der Maikavianer, selber ein bisschen fremdgesteuert von einem anderen Charakter, nämlich von einem Maikavianer namens Christopher Black, der sich enttarnt hat in dieser Szenerie. Und die ganze Szenerie ein bisschen zum Eskalieren gebracht hat durch seine spitzfindigen Kommentare und Anmerkungen. So ist ein Streit entbrannt unter den Charakteren, wie jetzt das weitere Vorgehen denn am passendsten ist. Lässt man den schlummernden Vampir, der irgendwo in einem abgeschnittenen Teil des Abyss unter der Stadt liegt, lässt man ihn frei? Oder spielt man diesem, ich nenne ihn jetzt mal Puppenspieler, in die Karten und lässt ihn frei? Oder handelt man so, wie Ronan ist jetzt im Eifer des Gefechtes halt, worauf er sich versteift hat? Der muss unter allen Umständen aufgehalten werden. Und und da gibt es dann halt Streit aus dem einen oder anderen Grund. Und dementsprechend sind die Charaktere beim letzten Mal auch auseinandergegangen, etwas im Streit. Jeder ist seinen eigenen Weg gegangen. Ronan ist in den Bunkerkomplex gegangen, wo sich der Zugang befindet zu diesem Abyss-Teil. Hat dort mit den dortig ansässigen Tremere gesprochen, die einen weiteren Tremere beschworen haben, um Unterstützung gegen den herausdringenden Abyss zu bekommen. Aus einem Snickers wurde ein Vampir beschworen. Auch eine einzigartige Szene. Dann gab es Sam, die verwirrt war von den Szenarien und von den Enthüllungen in dieser Szenerie und sich auf einen Einzeltrip gemacht hat und eigentlich von allem und jedem sich isolieren wollte und einfach nur für sich sein wollte und ist dabei auf ihre alten Klüngel gestoßen, auf den Dicken und auf John Doe,
die sie ja beide nicht gut leiden können, die sich gegenseitig nicht gut leiden können. Und da gab es überraschenderweise eine kleine Aussprache zwischen diesen Charakteren mit offenem Ende, mit einem halbwegs versöhnlichen, aber dann noch offenen Ende. Zumindest hat Sam die beiden, auf die eine Blutjagd ausgerufen ist in der Stadt, nicht ans Messer geliefert oder ist auf sie selbst losgegangen. Bruce ist während dieser ganzen Szenerie übel in seinem Kopf verdreht worden, war er vorher ziemlich straight einer Meinung, ist er mit seinem Fähnchen im Wind quasi komplett einmal umgedreht, weil es gab gute Argumente, die da genannt worden sind. Und irgendwas hat in Bruces Kopf Klick gemacht. Und er ist nun der Meinung, dass die Freiheit alles ist, wofür es sich überhaupt in dieser Stadt noch zu kämpfen lohnt. Und die Freiheit kann nur geschehen, wenn man diesen alten Vampir unter der Stadt befreit und damit halt den Zweck des Gefängniskäfigs, der um die Stadt gezogen ist, auflöst und damit halt den Käfig auch beendet. Dementsprechend ist er unterwegs gewesen in der Stadt, hat einen alten Bekannten getroffen, mit dem er sich aber nicht wirklich auseinandersetzen wollte und irrt seitdem etwas ziellos durch die Straßen, nicht genau wissend, wohin ihn jetzt sein Weg bringt, weil er immer noch ein bisschen selbst mit sich ringt. Scarlett ist voller Tatendrang. Scarlett ist aus diesem Konflikt mit heiler Haut herausgekommen und ist schnurstracks in die Behausung von Samantha gegangen, wo sie wusste, dass der Schlüssel zu diesem alten, vermutlich alten Vampir ein Messer namens Betty in einem Safe deponiert ist. Und sie hat den Safe aufgebrochen mit Gewalt, hat menschliche Bedienstete in der Behausung bestimmt, sage ich jetzt mal, aus dem Weg geräumt. Nicht wirklich gewalttätig, aber bestimmt. Und hat das Messer an sich genommen und ist damit in die Nacht verschwunden. Und hat damit auch den Zugriffsschlüssel für für das Öffnen des Vampir-Safes, wenn ich ihn jetzt mal so nennen darf, unter der Stadt. So, das ist der Status quo. Alle sind irgendwo an einer verschiedenen Ecke der Stadt, wie wir das schon ein paar Mal öfters hatten. Und wir beginnen heute mit Scarlett, die mit Tatendrang gefüllt beim letzten Mal, der das Messer geholt hat, den Club von Sam verlassen hat, in ihrem sehr ulkigen Auto wahrscheinlich sitzt. Oder wo befindest du dich gerade und was machst du gerade? Also im Auto ist sie nicht. Sie hatte das Messer geholt, hatte ja dann auch noch kurz Tom getroffen. Stimmt, Mit ihm geschnackt und dann war sie eigentlich recht planlos durch die Stadt gelaufen, weil irgendwie war das nicht so alles geplant und jetzt hat sie das Messer und ziemlich viele Probleme am Arsch und ja, deswegen fühlt sie sich da auch gerade so ein bisschen gelähmt. Es wird sie langfristig wieder nach Hause erstmal in das vertraute Gemäuer ziehen, in die Bibliothek, wo sie auch hingehört. Ja. Und mit dem Messer spielt sie konstant immer, dreht das so in ihrer Zwischen Hand. Zwischen den Fingern, ja. Genau. Wenn irgendjemand ihr zu nahe kommt, steckt sie das schnell weg und wenn sie halt wieder alleine ist, spielt sie weiter. Mhm. Ja, dann erreichst du relativ unbehelligt, weil es ist ja mitten in der Nacht, die Bibliothek der Stadt, wo du dein Domizil hast, dein Haven, und dir fällt sofort auf, weil es nur mitten in der Nacht ist und es relativ wenig Besucher gibt. Es gibt zwar Besucher manchmal in der Nacht, vor allen Dingen im neuen Trakt der Bibliothek, so ein großer Glasanbau, der sich an die alte Bibliothek anschließt. Aber es gibt halt so einen kleinen Parkplatz, der halt vor der Bibliothek ist, der sonst eigentlich in der Nacht meistens leer ist. In der Bibliothek selbst brennt Licht. Klar, es ist ja auch offen. Wahrscheinlich hat Samanthas Freundin gerade Dienst in der Nacht.
Vielleicht sieht Scarlett durch die großen Fassaden auch die Gute hinter dem Tresen stehen. Aber der erste Blick geht auf jeden Fall auf das protzige, dicke Auto, was auf diesem Parkplatz steht. Was ja sehr auffällig daherkommt. Und ich glaube, dass Scarlett auch definitiv mit seinem Besitzer in Verbindung bringen kann, denn das Auto gehört Václav Pranava. Ja, sie hat das ja auch das letzte Mal gesehen, wo er sie in der Bibliothek besucht hat. Und sie sieht dieses Auto und es ist nur instant dieses... Oh. Okay, ein Blick auf das Messer. Schlimmer kann es nicht werden. Messer wegstecken und dann in die Bibliothek gehen. Beziehungsweise so an diesem Auto vorbei und schauen, ob da jemand drin sitzt. Mhm. Ja, es sitzt ein Chauffeur da drin, der irgendwie gerade irgendwie auf so einem Tablet gerade irgendwie irgendwas rumtippelt. Gut, wenn der nicht weiter reagiert, gehe ich dann in die Bibliothek rein. Ja, da ist dann Sandra hieß sie, ne? Bin gerade ein bisschen durch, ja. Sandra, die hochschaut, dich anlächelt. Hi. Alles ruhig hier? Alles gut, ja. Freut mich. Hier war so ein, hier ist so ein weirder Typ hinten in der Horrorabteilung. Passend. Der sah aus, als wäre er aus der Zeit gefallen. Okay. Hat er was gesagt? Ja, der sprach mit so einem ganz merkwürdig englischen Akzent, irgendwie Europäer, glaube ich. Wollte irgendwelche Horrorbücher. Ich habe ihm gesagt, er kann gerne da drüben gucken. Okay. Du, Sandra, das, wenn du komische Geräusche hören solltest, bitte nicht nachschauen und geh einfach. Klingt komisch, wenn du irgendwas Komisches hörst. Nicht nachfragen, nicht die Polizei rufen, einfach gehen. Am besten verlässt du dann auch gleich die Stadt. Bitte ein bisschen. Vertrau mir. Okay. Ich frag nicht nach. Ist besser so. Wie gesagt, vielleicht passiert ja auch nichts, aber ich, ja, wie gesagt, einfach nicht nachschauen. Wenn da irgendwas komisch ist, einfach gehen. Einfach gehen. Nicht nachfragen. Okay. Wenn irgendetwas Komisches, gehe ich einfach erstmal nach Hause. Du gehst einfach erstmal nach Hause, ja. Okay. Ich finde dieses Gespräch komisch. Darf ich nach Hause gehen? Ja. Nein, das meine ich ernst. Es ist besser für dich. Sicherer. Okay. Dann greifst du langsam zu ihrer Handtasche. Gehe ich dann jetzt mal. Ja, Scarlett ist da recht ernst. Würde ich auch so ganz ein bisschen auch creepy hinterher gucken, bis sie die Bibliothek verlässt. Ja, dann verlässt sie die Bibliothek. Scarlett würde dann hinter ihr wirklich die Tür auch so schließen. Das Schild umdrehen, geschlossen. Ja. Und dann so mit bangem, nicht mehr schlagendem Herzen Richtung Horrorabteilung. Betty wieder so versteckt. Ja. Ja, zwischen den einzelnen Bücherregalen kann man einen altertümlichen, Gehrock gewandeten Mann durchaus ziemlich schnell wahrnehmen. Er steht tatsächlich da und hat so einen alten Schinken und blättert da drin rum. Scarlett guckt dann so diese typische Geisterpose, die man aus Geistervideos kennt, so wirklich, wo nur der Kopf so um die Ecke lugt. Und einen schönen guten Abend, Herr Pranava. Ah! Einen schönen guten Abend wünsche ich ebenfalls.
Wenn das nicht meine Lieblingsbibliothekarin ist, klappt das Buch zu und stellt es wieder in das Regal. Was verschafft mir die Ehre ihrer zügigen Rückkehr? Das letzte Mal, als wir eine geschäftliche Vereinbarung getroffen haben, haben Sie mich ganz schön aufs Kreuz gelegt, wenn ich ehrlich bin. Finden Sie? Ja. Das tut mir leid. Ich meine, Sie wollten das Kistchen haben und das Kistchen habe ich Ihnen gegeben. In der Tat. Mir war nicht bewusst, dass Sie so eine ausgebuffte Verhandlungspartnerin sind. Danke. Und sie kommt so ein bisschen weiter vor, dass man jetzt auch so ein bisschen Oberkörper hinter dem Regal sieht. Sie haben den Inhalt des Kistchens noch. Sie nickt. Gut. Haben Sie ihn schon benutzt? Nein. Wir hatten wohl eine kleine Diskussion, die auf unterschiedliche Arten und Weisen interpretiert werden konnte. Es ist, sagen wir es so, wie es ist. Wir hatten Streit. Verstehe. Streit ist immer schlecht. Ja. Was haben Sie vor mit dem Inhalt des Kistchens? Naja, es war angedacht, dass der Hintergedanke war, dass wir das Messer benutzen, und sie zieht es jetzt raus, zeigt das auch so, dass wir das Messer benutzen, um den Vampir, der unter der Stadt liegt, freizulassen, um die Barriere zu sprengen. Dass wir die Stadt verlassen können. Das war der Hintergedanke. Das halten Sie für eine gute Idee? Ja. Und Sie wissen genau, dass Sie den Vampir, der dort liegt, freilassen können, ohne dass das Auswirkungen hat? Auswirkungen wird es in jedem Fall haben. Wir alle haben doch irgendwie Auswirkungen auf unsere Umwelt. Das ist richtig. Also wer legt fest, wer frei sein darf und wer nicht? Ich denke, es gibt genug Monster in dieser Welt. Eines mehr oder weniger. Ja, das ist richtig. Eines mehr oder weniger kann ja nicht schaden, nicht wahr? Gerade für Individuen ihrer Art. Und vor allem wissen wir ja gar nicht, wer sich genau dort hinter verbirgt. Ah. Also den Namen kennen wir schon, aber ein Name verrät ja nichts über die Taten. Ein Name kann sehr viel bedeuten und sagen über jemanden. Nun ja, der Name lautet Alistair Webb, aber das wissen Sie vermutlich schon. Atmet tief ein und aus. In der Tat. Hatten Sie Kontakt zu ihm? Kontakt würde ich das nicht unbedingt nennen. Sagen wir so, ich gehörte zu einer Gruppierung, die für seine Inhaftierung verantwortlich ist. Ah, Sie. Sie haben ihn mit eingesperrt. Nein, ich war es nicht, aber... Also nicht persönlich. Aber ich... Ja. Bleiben wir einfach bei ja, ich war's. Es ist einfacher so. Nun ja, im Endeffekt... Kennen Sie das Gefühl, ganz allein zu sein? Das kenne ich sehr gut, dieses Gefühl. So fühle ich mich gerade. Ich hatte so viele Pläne, für mich war das alles logisch. Es war richtig, aber... Nun ja. Ich umgebe mich von Zeit zu Zeit immer mit Helferinnen und Helfern.
Nehmen Sie den Herrn Warren zum Beispiel. Er war der beste Helfer in den letzten Jahren. Na, Bruce ist klasse, ja. Aber ich habe auch mit Miss Guerrero zusammengearbeitet. Ah, okay. Ja, Ihre Expertise im Bereich der Nekromantie ist für Ihre Art sehr beachtlich. Obwohl sie nicht zu dem Art Clan gehört, der damit zu tun hat. Viel zu spät ist mir klar geworden, dass es vielleicht keine gute Idee ist, einem Ihrer Art zu viel Wissen von diesem Art zu geben. Deswegen habe ich die gemeinschaftliche Zusammenarbeit beendet. Ah. Das muss wohl sehr abrupt gekommen sein. Denn Veronica ist nicht so gut, auf sie zu sprechen. Das fürchte ich auch, ja. Sie ist dann schon immer etwas, undankbar gewesen. Ich hoffe, das kleine Geschenk, was sie in die Kiste gepackt hat, hat ihnen nicht zu sehr geschadet. Er zieht so seinen Handschuh aus und du siehst so eine irgendwie vertrocknete, skelettierte Hand. Autsch. Okay, das könnte man durchaus unter rachsüchtig abstempeln. Man könnte sagen, ich habe das verdient, zieht sich den Handschuh wieder an. Kriegen Sie das wieder hin? Es braucht bestimmt seine Zeit. Interessant. Ich meine, so wie ich das mitbekommen habe, sind Sie ja nun kein Nied. Was sind Sie denn dann? Ich bin ein Mensch. Ach komm, Sie sind jetzt nicht gerade der Otto-Normal-Durchschnittsbürger. Das war ja nicht gefragt. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich Otto-Normal-Durchschnittsbürger bin. Ich bin ein Mensch. Aber Sie sind doch bestimmt uralt. Also nicht bös gemeint. Richtig. Also muss doch irgendwas Besonderes an Ihnen sein. Wissen Sie, es gibt in einigen, eigentlich gibt es in allen Menschen einen Funken. Wenn dieser Funken sich selbst und seiner selbst bewusst wird und an die Oberfläche tritt, erwacht der Mensch zu seinen wahren Fähigkeiten. Jeder Mensch ist im Prinzip viel mächtiger als das, was eure Art jemals sein wird. Er weiß es nur nicht. Interessant. Ja, nicht umsonst war die Art, wie ihr lebt, eine Strafe Gottes. Ja, das gute Buch. Ihr wurdet von dem abgeschnitten, was jeder Mensch besitzt. Und dann irgendwann hat die Menschheit in all ihrer Dummheit sich selbst vergessen. Traurig. Ja. Und Sie sind jetzt hier, um mich zu schimpfen? Eigentlich wollte ich nur sehen, was ich angerichtet habe. Indem ich sie unterschätzt habe. Ich weiß nicht, was die anderen machen, aber bisher haben wir uns nur gestritten. Im Büro des Malkavianer-Primogens. Es ist nicht so lustig, wie es sich anhört. Streit ist selten lustig. Aber es ist schon idiotisch, wenn man überlegt, dass wir in das Revier des Feindes vordringen und uns in seiner Gegenwart so weit in die Haare kriegen, dass wir gegenseitig Waffen aufeinander richten. Es klingt wie eine schlechte Parodie. Ich fürchte, sich in das Domizil eines Mitgliedes des Clan des Mondes zu begeben und davon auszugehen, dass man mit der Kraft seiner eigenen Geistigkeit
unbeschadet mit genau den gleichen Gedanken wieder herauskommt, wie man hereingegangen ist, ist eine Törichtig, eine Torheit. Da stimme ich Ihnen zu. Nun denn, wenn ich noch irgendwas für Sie tun kann, würde ich das an der Stelle tun. Ansonsten mache ich mir jetzt Gedanken, wie ich aus dieser Stadt komme. Sie können die Stadt nicht verlassen, solange der Wall besteht. Richtig. Das zweite Schild ist, um ihn hier drin zu halten. Ich hatte vielleicht überlegt, wenn ich noch mehr mit den Aufzeichnungen meines Erschaffers arbeite, ob ich vielleicht mithilfe der Bisskräfte irgendwie durchschlüpfen kann. Um es abzukürzen, nein. Sie sind ziemlich praktisch. Sie können einen vor sehr vielen Dummheiten bewahren. Und doch begehe ich ständig Dummheiten. Das ist wohl der Fluch, wenn man so alt ist. Man weiß viel, aber man weiß nie, was man mit den eigenen Worten in Gang setzt. Alter ist eigentlich nur eine Illusion. Ich weiß, Alter ist für eure Art das Ein und Alles, an dem sich alles misst, die Macht. Aber wie ich eben schon sagte, wahre Macht kann eure Art sowieso niemals besitzen. Vermutlich haben Sie recht. Und dennoch, naja, ist es so, dass ihr einen starken Einfluss generiert auf das, was unsere Art, also meine Art, die Erwachten, nun angestellt haben in all ihrer Dummheit oder Törichtkeit. Meine Kollegen, die den Wall erschufen und die Alistair Webb aus der Zeit gerissen und in einer Zwischenwelt eingesperrt haben, nun waren getrieben von Forschungsdrang und Naivität und hatten sich keine Gedanken gemacht darüber, was sie da eigentlich tun. Wir beschützen die Welt vor einem großen Unheil. Zu welchem Preis? Sie bringen Leid nicht nur über Menschen, sondern ebenfalls über die Kainskinder. Zumindest hat es sich als eine Mausefalle für unser Eins herausgestellt. Durch die Jahrhunderte bin ich immer wieder in diese Mausefalle gegangen und habe versucht, das Schlimmste abzuwenden. Jeder Dekade bin ich gescheitert. Ich sammle Horrorgeschichten, wissen Sie? Dann sind Sie hier am richtigen Ort. In der Tat. Deswegen zieht mich dieser Ort auch immer wieder an. Können Sie mich nicht mitnehmen? Wohin? Hier raus, meine ich. Ich bin doch ständig hier. Was machen wir mit dem Vampir, der dort liegt? Ich weiß es nicht. Im Endeffekt würde ich am liebsten dieses doofe Ding wegwerfen. Vielleicht ist genau das meine Torheit. All die Jahre habe ich versucht, unter Zwang das zu erhalten, was mein Orden hier platziert hat. Nie ist mir der Gedanke gekommen, die Dinge einmal neu zu sehen. Also möchten Sie auch, dass wir das Tor öffnen und ihn freilassen? Ich weiß gar nicht genau, was passiert, wenn er frei wird. Ich kenne nur die Gruselgeschichten.
Okay, wenn man mit dem Schlimmsten rechnet, kann man nicht überrascht werden. Hauen Sie raus. Nun. Nichts Genaues weiß man über diese Entität, die dort liegt. Nicht mal sie selbst weiß, wer oder was sie ist. Das hat schon immer die Erwachten angezogen. Hey, jemand, ein mysteriöses, ein Mystik, genau vor deiner Nase, das sich selbst nicht erklären kann und sich jeglicher Erklärung von selbst aufgrund ihres Daseins entzieht. Es gibt nichts, was faszinierender ist. Das kann ich nachvollziehen. Aber was meinen Sie damit, dass er selbst nicht weiß, was er ist oder wer er ist? Weil es genau das ist. Hat er vergessen, wer er ist? Vermutlich. Das ist irgendwie traurig. Nicht mehr zu wissen, wer man ist. Er wandelt durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte immer auf der Suche nach seiner Vergangenheit. Und sie dennoch jedes Mal, wenn er an einem bestimmten Punkt ankommt, wieder vergessend. Meine Art hat ihn in freier Wildbahn beobachtet, über Jahre. Immer wieder die grausamen Taten angesehen, die er fabriziert hat. Und sie haben gedacht, irgendwann tut er etwas, das so grausam ist, dass er sich erinnert. Sie haben es vielleicht sogar gefördert. Aber jedes Mal, wenn er an eine bestimmte Schwelle kam, fiel er zurück und machte Tabula Rasa. Das heißt, das Leid begann jedes Mal von vorn. Eine bedauernswerte Existenz. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie ewig dauert. In der Tat. Und er ist sich nicht mal bewusst, dass es ewig dauert. Oder eine Sie. Vielleicht ist es auch eine Sie. Ich weiß es nicht. Oder ein S. Vielleicht ist es Gott selbst, der dort ist und vergessen hat, dass er Gott ist. Jetzt wird's aber richtig gruselig. Ich sammle Gruselgeschichten. Das ist nur eine Thesis. Und über die Jahre, die ich dieses gefangene Etwas hier beobachten konnte, ist mir niemals ein Fitzelchen seiner Entität enthüllt worden. Und in der kurzen Zeit, in der Sie den Schnitt gesetzt haben in unser Gefängnis, ist mehr passiert, als in den Jahrzehnten, die ich ihn hier unter einem strengen Laboraufbau beobachten konnte. Sie wissen, dass ich das war? Nun, wer soll es sonst gewesen sein? Dieser Ronan hat nicht den Mut dazu. Die anderen Bruce beiden auch. Bruce ist ziemlich stark. Stark schon, aber nicht mutig genug. Ich meine, man hätte es ihm sagen können, dass er es tun soll, aber dann wäre er ein Werkzeug. Das ist das, was er ist. Ein nettes Werkzeug. In der Tat. Vielleicht zu nett für seine Art. Ach, das passt schon. Ich habe da irgendwie immer so dieser treue Bernardiner, der durchaus in der Lage ist, Schaden zu machen, wenn er will, aber meistens ist er ziemlich kuschelig. Richtig. Nur sein Frauchen ist ein Dobermann, da muss man sich ein bisschen in Acht nehmen. Hunde, die bellen, beißen selten. Ach, Anna kann auch beißen. Aber gut, das. Aber ja, wenn ich gewollt hätte, wäre ich hierher gekommen, hätte ihnen das Messer weggenommen, hätte es wieder da deponiert, wo es niemand findet, und ich hätte den Kreislauf und hätte die Barriere wieder völlig intakt hinterlassen, alles wieder so hergerichtet, wie wir es eingerichtet hatten, und niemand, wir hätten das Karussell zurückgedreht, wie wir es seit Jahrzehnten tun. Niemand hätte etwas bemerkt. Aber
irgendetwas in mir sagt mir, dass das ein Irrtum war. Und wir das wahre Mysterium erst begreifen, wenn aus freien Stücken andere mit diesem Gefangenen interagieren. Also lassen wir ihn raus. Es. Sie. Ja. Alistair. Und wir müssen dafür sorgen, dass er nicht zu viel Unsinn anstellt. Und hier komme ich zu einer ganz schlimmen Sache, denn nun, ich sagte bereits, ich bin Mensch. Und das, was meiner Hand passiert ist, nun, das ist nicht nur tragisch, sondern äußerst einschränkend. Kann ich mir vorstellen. Tut bestimmt auch weh. Ich brauche jemanden, der Möglichkeiten besitzt, die ich nicht besitze als Erwachter. Der was wäre? Auf einer anderen Ebene die Wirklichkeit beobachten und interagieren kann. Sie meinen den Abyss? Oder auch? Er gehört zur Realität. Auch wenn es normalerweise so wahrgenommen wird, dass es getrennt ist, aber wir Erwachte sehen die Realität aus viel mehr Perspektiven als Sie. Und wie kann ich Ihnen helfen? Indem Sie mich begleiten auf der Reise und der Verfolgung von Alistair Webb. Sie sorgen dafür, dass ich verstehe, wie sein kainitisches Selbstverständnis funktioniert. Okay. Wenn ich richtig sehe, hat er bereits mit Ihnen interagiert. Ja, das ist richtig. Und diese Tatsache würde ich mir gern zunutze machen und ihn wie an einer Möhre ständig durch die Gegend führen, damit er kein Unheil anrichtet. Er wird nicht mehr vor unseren Augen verschwinden können, wenn er ständig eine Verbindung zu einem von uns beiden aufgebaut hat. Also bin ich quasi die Möhre. Ist das eine Anstellung, für die Sie sich bewerben würden? Wenn wir Möhre durch den Begriff Assistentin ersetzen? Ah, Namen kann man durchaus austauschen. Klar, also ich meine, wir müssten ja nicht nur Alistair Webb von A nach B buxieren. Sie könnten mir ja auch durchaus ein paar Dinge beibringen, die mein Erschaffer leider nicht mehr konnte. Über die Welt und viele Dinge. Wenn das auch in Ihrem Interesse liegt. Beobachten und lernen. Klingt gut. Dann haben wir eine neue Vereinbarung. Und diesmal ohne Hintertürchen. Sehr schön. Er zieht den Handschuh wieder ab und reicht dir die skelettierte Hand. Ja. Scarlett schaut so und geht da ganz sachte ran. Sie will jetzt nicht die Skeletthand irgendwie in der Hand haben. Er drückt mit der skelettierten Hand äußerst fest zu. Okay, dann drückt sie auch. Aber das war so, okay, ich will nicht noch mehr Schaden anrichten. Ja, und dann ist es besiegelt. Sorgen Sie dafür, dass dass der Schlüssel so deponiert wird, dass Ihre Kollegen Sie finden. Ja. Ich denke,
Sie werden früher oder später hier nach mir suchen, also. Und es ist wichtig, dass wir es nicht sind, die ihn befreien. Weil dann weiß er, dass wir ihn verfolgen. Wir werden uns hinter den Vorhang zurückziehen und beobachten und die Gruselgeschichte einfach aufschreiben. Daran bin ich gut. Das dachte ich mir. Also deponieren Sie den Schlüssel und dann ziehen wir uns hinter den Vorhang zurück. Scarlett geht dann an diesen kleinen Empfangsbereich und zieht so einen Briefumschlag raus, packt das Messer da rein, klebt den zu, deponiert den ganz offen auf dem Tresen, schreibt mit Großbuchstaben für Bruce drauf. Und Herr Prenava, würden Sie ein Telefonat für mich führen? Oh, sicher. Wen soll ich anrufen? Uti gefragt, Bruce, hattet ihr ein Haustelefon oder sowas in der Wohnung? Wir haben in der Wohnung ein Telefon, ja. Ja. Dann würde ich Prenava bitten, könnten Sie bitte dort anrufen? Das ist die Wohnung von Bruce und Anna. Und ihnen mitteilen, dass der Schlüssel hier an der Rezeption liegt. Mhm, gerne. Wenn ich es versuche, könnten ganz wunderliche Dinge passieren. Gut. Das müssen wir abstellen übrigens. Können Sie das? Mal sehen. Endlich einen Videorekorder programmieren. Nun, dann folgen Sie mir hinter den Vorhang. Und er greift so in die Luft mit der skelettierten Hand, zieht die Luft so beiseite und du siehst halt dahinter so eine Art Sternen, also wie das Licht irgendwie der Sterne, irgendwie so, als würdest du direkt ins Weltall blicken, in den Sternenhimmel. Und da guckst halt jetzt quasi in so einen, als würde er eine Tapete abreißen, reißt ein Stück aus der Wirklichkeit und du siehst halt so einen Sternenhimmel dahinter. Nach ihm. Der Scarlett tappert da rein wie so eine kleine Alice, die jetzt ins Wunderland geht. So, wow. Ja, und Scarlett ist drin. Und wir machen eine kleine Pause. Bis gleich.
So, da sind wir wieder aus der Pause. Herzlich willkommen, Rippin' Reg Jackson als Tobias von Horn. Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Ja, damit sind wir in der Szenerie unter der Stadt ohne Namen im Bunkerkomplex bei den Maikavianern, nicht bei den Maikavianern, bei den Tremere, Veronica und Nikolas, die gerade mit Ronans Hilfe Tobias aus einem Snickers-Riegel beschworen haben. Und ich hatte beim letzten Mal ja schon ein bisschen beschrieben, dass wie das Ganze irgendwie ausgesehen hat. Aber wir drehen die Zeit noch mal ein ganz kleines Stückchen zurück und schauen mal, dass wir die Beschwörung noch einmal irgendwie uns genauer anschauen. Denn als sich der vampirische Leib von Tobias von Horn im Bunkerkomplex in diesem Beschwörungskreis manifestiert, was sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer denn da genau? Wie sieht das aus? Ja, da steht ein ziemlich verwirrt reinblickender, etwas älterer Herr mit grauem Vollbart und trägt einen sehr dunkelroten Anzug, also es fast schon ins Schwarz geht, aber das Rot dennoch deutlich erkennbar ist. Ein leicht zerbeult wirkenden Zylinder auf dem Kopf. Und steht dort so ein wenig verwirrt, beiden Hände erhoben, und in seiner rechten Hand lodert so ein kleiner Feuerball, den er, als sich gewahr wird, wo er gerade steht oder auch nicht steht, dann schnell verschwinden lässt und dann versucht schnell Haltung anzunehmen und die Hände hinterm Rücken verschränkt. Aber nicht weniger verwirrt aussieht. Gemutet, Quali. Wenn Ronan aufpasst und aufmerksam ist, was da gerade alles so von sich gibt, von dem ich jetzt gerade mal ausgehe, weil diese Beschwörungsritual ja eine besondere Sache ist, bemerkt er noch und als dieser Mann mit dem Mantel halt seine Arme hinter sich verschränkt, du stehst auf der hinteren Seite mit dem, er wendet dir also seinen Rücken zu, du kannst die verschränkten Hände sehen. Bemerkst du kleine Flämmchen, die sich zwischen seinen Fingerchen hin und her bewegen und dann sehr schnell wieder irgendwie im Nichts verschwinden, während die Gestalt versucht, Fassung zu gewinnen und sich umschaut? Guten Abend, schätze ich. Veronica ergreift das Wort. Guten Abend. Man merkt ihr und Nikolas deutlich an, dass sie erschöpft wirken. Das Tobias kann das sehen. Wenn er sich jetzt umschaut, sieht er halt zu seiner Überraschung jemanden, mit dem er hier nicht gerechnet hätte. Also einerseits hat er nicht damit gerechnet, dass er überhaupt irgendwann mal hier auftaucht. Ein zweites Mal hat er überhaupt nicht damit gerechnet, dass er ein anderes bekanntes Gesicht hier sieht. Und Veronica meint dann, wir brauchen Unterstützung. Auch schön, dich wiederzusehen, Veronica. Es ist eine Weile her. Unterstützung wobei, ich hatte gerade zu tun. Alle Hände voll. Ich bin mir sicher, ich hätte auch nicht zu dieser Notmaßnahme gegriffen, wenn es nicht ganz dringend wäre. Und es geht um Alistair Webb.
Jetzt verstehe ich. Ja, das ist eine äußerst delikate Angelegenheit. Ja, wir wissen, wo er ist. Das ist gut oder auch nicht, je nachdem. Er ist da drüben. Und zeigt auf irgendwie eine Wand und du siehst halt so eine, aus so eine in sich gefaltete, also nicht wirklich komplett gefaltete, sondern so eine teilweise aufgebrochen zerfaltete Stahltür. Ja, also so ein Stahlschott, das halt oben an einer Ecke halt irgendwie so verbogen ist, dass man sich dazwischen quetschen kann. Dahinter sieht man schwarzes C-flüssig wie Teer, irgendwelches, ja, alles, das alles Licht absorbiert. Schwarzes, teerige Flüssigkeit. Ist keine wirkliche Flüssigkeit, auch wenn es ein bisschen flüssig wirkt jetzt gerade. Und teilweise auch schon beginnt, aus diesem Spalt heraus zu gerinnen. Ja. Ich verstehe, schätze ich. Nun, aber wenn Sie wissen, wo er ist, wozu brauchen Sie mich denn dann noch? Wir versuchen, ihn da zu lassen, wo er ist. Das da ist der Abyss, der in die Realität schwappt. So sieht das also aus. Eine La Sombra aus dieser Stadt hat den Riss hier geöffnet. Und seitdem, dringt der Abyss ins Freie. Und irgendwo da im Abyss ist anscheinend auch dieser Web. Aber Verzeihung, mich und Nikolas, wir haben versucht, eine magische Barriere zu errichten und jetzt die Beschwörung. Ich muss für ein paar Minuten erstmal in einen Schluck trinken gehen. Nikolas bestimmt auch. Ich denke, Ronan kann alles besser erklären. Er war schließlich mit dieser La Sombra befreundet. Also Ronan nickt nur dann, als sie das erstmal sagt und Thresh auch nochmal, der die Szenerie ja noch nie gesehen hat, irgendwie, das ist so ein abgesackter Bereich, so ein Betonbunkerbereich, der so leicht absackt, der erreichbar ist durch so eine Stahltreppe. Und die beiden klettern jetzt diese Stahltreppe auch hoch und verschwinden erstmal aus eurem Sichtfeld. Tja, willkommen, Master of Snickers. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Alte Angewohnheiten legt man eben nicht ab. Zumindest nicht so leicht. Sie sind also Ronan. Ja, der irischste Tremere, den es vermutlich gibt. Sehr gut, sehr gut. Ich habe durchaus schon von Ihnen gehört, zumindest im Namen. Gerüchte sind auch an mein Ohr gedrungen. Und dann. Es gibt möglicherweise ein kleines Problem, das ich jetzt hier nicht so offen ansprechen wollte. Und ich komme so ein, zwei Schritte auf Ronan zu und senke meine Stimme. Sehe mich dabei so dann nach rechts und links um, auch nochmal so in die Richtung, in die Veronica und andere gerade verschwunden sind. Die Gargüle ist auch nicht hier. Nun,
Es geht darum, dass ich möglicherweise nicht alleine herbeigerufen wurde. Möglicherweise ist noch jemand mitgekommen. Möglicherweise jemand, der mit insbesondere uns beiden ein Problem hat, der aber auch mit Veronica ein Problem haben könnte, weil er möglicherweise daran interessiert ist, den Käfig zu öffnen. Ich weiß nicht, es ist einer unseres Clans aus dem eher, sagen wir es, konservativen Lager. Vielleicht kennen Sie ja seinen Namen, Maximilian Montagu. Scheiße. Das interpretiere ich mal als ja. Das ist mein Erzeuger. In dem Augenblick beginnt die provisorisch angebrachte Lichtkonstruktion, die hier unten angebracht ist, ganz doll zu flackern und einige der Birnen brennen durch. Passiert das öfter hier? Ja, kommt drauf an. Diese ganze Stadt ist von Grund auf verdorben, so wie es scheint. Der Malkavianer Primogen stand mehr oder weniger unter Einfluss von Alistair Webb. Oder seinem Abkömmling. Ich glaube, ich weiß, wen Sie meinen. Macht so eine Geste um sein Gesicht rum. Und wir haben Betty. Tja, ich würde sagen, damit halten Sie das Trumpfass im Ärmel. Naja, beziehungsweise Scarlett hat es, die La Sombra. Die bereits den Abyss hier geöffnet hat. Ja, wir haben vorhin wir wollten dem Malkavianer Primogen auf den Zahn fühlen und das Ganze ist etwas aus dem Ruder gelaufen und der Klüngel hat sich quasi in zwei Lager gespalten. Wie das manchmal so ist mit Klüngeln. Manchmal geht man getrennte Wege aus Gründen. Ich meine, manchmal lebt man sich auseinander, manchmal verfolgt man verschiedene Ziele, manchmal fängt irgendwie aus dem Klüngel an, Menschen abzuschlachten und ihr Fleisch zu essen. Soweit ist es noch nicht gekommen, aber immerhin etwas. Sie scheint irgendwas am Abyss verändert zu haben und ich hatte einige Visionen, könnte man sagen. Ich habe gespürt, dass sie und Max auf dem Weg sein könnten. Okay. Ja, es sagen wir waren gerade am Diskutieren, als ich hierher gerufen wurde, weshalb der Verdacht naheliegt, dass er aufgrund der räumlichen Nähe versehentlich mit hergeholt wurde. Darum hatten sie auch noch der Barbecue ein bisschen auf Sparmodus. Sozusagen. Toll. Es ist ein interessanter Zufall, dass sowohl ihr als auch er in so kurzer Zeit unbedingt Kontakt zu mir wegen Mr. Webb haben wollt. Aber wenn ich mir das hier so ansehe, vielleicht doch kein so großer Zufall. Ja, in der Stadt gibt es mittlerweile ein geflügeltes Sprichwort. Zumindest sind wir uns eines Umstands sehr sicher. Was dort unten ist, kann nicht wirklich sterben. Beziehungsweise es gibt scheinbar die Möglichkeit und das durchgeführte Experiment
einer Art Seelenextraktionsumwandlungsdingsterbumster. Das heißt, mit den richtigen Mitteln wäre es theoretisch möglich, die Toten wieder ins Leben zu rufen, und zwar die endgültig Toten. Das wäre eine durchaus interessante, sehr mächtige Fähigkeit, in den falschen Händen mit fatalen Wirkungen. Und jetzt, wenn es mal weitergesponnen wird mit jemandem wie Max, wenn der den Rat der Fünf zurückruft? Das wäre eine ganz, ganz üble Angelegenheit. Vielleicht sogar unter seiner persönlichen Kontrolle. In dem Moment geht das Licht komplett aus. Und der Raum wird nur noch erleuchtet durch irgendwie ein leichtes blau-grünliches Schimmern aus der Richtung des Abyss-Fotzens, der sich gerade in einem großen Blob auf den Boden ausgeleert hat. Und über dieser kleinen Bisspfütze, die jetzt auf dem Boden ist, schwebt so eine halbe Hand breit über dem Boden eine ja, blau-grünlich schimmernde, durchsichtige Gestalt, die Ronan sofort als die Umrisse als die seiner toten Frau erkennt. Kendra? Sie kennen diese Gestalt? Das kratzt sich so ein bisschen. Das ist der mich verfolgende, beschützende Geist meiner verstorbenen Frau. Tja. Wären wir nicht in so einer unschönen Gesamtsituation, würde das glatt mein Romantikerherz aufglühen lassen. Ja, die Gestalt macht die ganze Zeit den Mund auf und zu und versucht irgendwas zu sagen, aber es kommt kein Ton heraus. Aus Pex, ich versuch's mal ein bisschen mit Lippen lesen, ob ich da was wie beim letzten Mal. Ja, du hörst, also du meinst irgendwie, dann dich konzentrierst irgendwie. Maximilian kommt, also einen warnenden Satz irgendwie zu holen, zu sehen. Maximilian kommt. Ja. Unschön. Nun, je nachdem, wer zuerst da ist, ob er zuerst da ist oder Veronica und ihr Kollege zurückkommen, könnten wir versuchen, die beiden anderen auf unsere Seite zu ziehen. Da ja Maximilians Ziel, das Ding zu öffnen, wahrscheinlich ihm nicht so sehr gefallen wird. Das können wir an der Stelle nur hoffen. Außer natürlich, es hat sich bereits zu den beiden begeben und ihnen erzählt, was da für zwei Gestalten gerade im Keller sitzen. Also Gedanken verloren umfasst Ronan mal seinen Ring. So oder so, es könnte ja bald, also schneller als uns lieb ist, ziemlich heiß werden. Ja, großartig. Und dann liegen wir hier schön verteilt, während dann andere über uns drüber steigen und den Schlüssel drehen. Ja, wie sagt man nicht so schön, einen Tod muss man sterben. Also ganz ehrlich, ich fühle mich jetzt noch ein bisschen zu jung zum Sterben und als ihre erst recht.
Na gut. Man muss es ja auch nicht unbedingt drauf anlegen. Allerdings habe ich keine offensive Zauberei zur Verfügung. Nur Kugeln. Es ist besser als nichts. Tja. Dann können wir noch hoffen, dass er das Bestimmte nicht ausplaudert, falls er es weiß. Dann sind sie alle gegen uns. Ich glaube, dann haben wir ein kleines Problemchen. Ich schätze mal, dass Veronikas Ritualpartner nicht in unser Lager gehört. Tendenziell eher nein, und Veronika auch nicht. Sie ist zwar pragmatisch, aber... Ich kenne sie noch von früher. Sagen wir hatten durchaus Meinungsverschiedenheiten in der Vergangenheit. Nichts Schwerwiegendes, aber naja, beste Freunde waren wir jedenfalls nicht. Der Geist öffnet wieder den Mund und Ronan versucht zu verstehen und hört sowas wie, ihr müsst hier raus. Wir sollen verschwinden. Dann, ich schätze mal, sie kennt den Ausgang. Ja, den die anderen gegangen sind. Und sie sagt wieder, ich kann hier nicht weg. Von hier nicht? Das Gefängnis fesselt auch mich. Die Kuppel. Der Abyss. Das heißt, du könntest frei sein, wenn das alles nicht mehr existiert? Sie nickt. Fuck! Scheiße, fuck, fuck, scheiße! Er wechselt dann auf Gälisch und flucht weiter. Also sie sagt dann irgendwie noch irgendwie andere auch gefangen hier. So wie du? Nickt. Tja, wir haben ein Problem. Ja, noch mehr als ohnehin schon. Scheinbar sind hier eine ganze Horde Seelen gefangen, die nicht weichen können. Verschwindet das alles hier, können sie entweichen. Tja. Wie gut, dass sie jemanden kennen, der den Schlüssel hat, nicht wahr? Ja, ich bin mir nur... Ach, diese ganze verfickte Scheiße, diese Fuck-Scheiße. Vielleicht sollten wir uns erst einmal irgendwie in Richtung Ausgang oder sonst wie herausbewegen, bevor wir hier gleich unliebsamen Besuch bekommen. Ja. Ich wünschte, ich wäre in dieser bescheuerten Gabe besser. Ich würde übrigens mal versuchen, mit meinem Ausweg so in Richtung Ausgang zu horchen, zu tasten, ob Veronika und ihr Kollege oder möglicherweise, hoffentlich nicht, Maximilian sich jeweils dort befindet und der Ausgang quasi blockiert ist. Ja, du kannst Präsenzen wahrnehmen, die sich oberhalb der Leiter befinden, aber nur
3. Eine sehr große und 2 vampirische. Weiß ich, was das, kann ich einschätzen, was das sehr große für eine Präsenz ist? Du hast solche Präsenzen auf jeden Fall schon mal gesehen, das ist definitiv ein Gargoyle. Ich schaue so nach oben, so in die Richtung, der auch Veronica verschwunden ist. Und denke mir so, kratze sie so am Hinterkopf, verziehe so ein wenig das Gesicht. Ha. Ja, gut. Gargoyles. Ja, das ist Ding. Der Geist ruft wieder, beeilt euch. Ja, ich schätze mal, Veronica und ihr Kollege sind auch noch da oben. Ja, dann sollten wir jetzt schnell sein. Es sei denn, sie können teleportieren oder sowas. Nein. Auch nicht durch Wände gehen oder sonst irgendwas. Wäre auch zu schön gewesen. Dann können wir nur rennen. Und hoffen, nicht verfolgt zu werden. Dann nach Ihnen, großer Mann, Sie kennen den Weg. Er klettert die Treppe hoch, läuft dann durch die kleinen Gänge mit den zellenartigen Einbuchtungen. Seht dann auch in so einer Art Labor halt, wo da Nikolas und Veronica gerade sind, die sich gerade über ein paar Blutbeutel hermachen. Leise schleicht ihr wahrscheinlich dann an den. Und dann wird es warm hinter Ronan, der wahrscheinlich irgendwie, hinter Tobias natürlich auch. Und hell in dem Gang, durch den er gerade durchschleicht. Ungefähr auf der Höhe von der Tür, an der ihr gerade vorbeigeschlichen seid, manifestiert sich ein großer Feuerball. Und was macht ihr? Zur Seite springen. Also ein Feuerball, der auf uns zuhält, oder? Naja, es manifestiert sich erstmal nur. Okay, hält etwas schneller in Richtung Ausgang. Ja, das Tier in euch beiden brüllt Flucht, Flucht, Flucht. Und irgendwie als ihr euch beide vielleicht nochmal über der Schulter umschaut, als ihr dann durch den Einstieg irgendwie nach draußen noch irgendwie lauft, seht ihr, dass sich in dem Feuerball quasi eine Gestalt manifestiert. Und dann hört ihr noch so einen Ruf. Dreckskana! Er weiß es! Du bist gemutet, Koali. Irgendwann steht ihr dann draußen in der Wüste und könnt weiterlaufen, weil ich denke, das ist jetzt auch angebracht. Ja, so ein Fake-Keuchen, das ist so als Reflex. Ja. Wir blenden erstmal ganz kurz in dieser Szene wieder weg und wenden uns Bruce zu, der als allererstes, bevor wir irgendwas anderes mit Bruce machen, erstmal einen Remorse-Roll macht, den wir beim letzten Mal vergessen haben. Weil er hat ja einen Stain auf seinen Humanity bekommen. Mhm. Oh, das geht schnell. Das hat er ohne Probleme geschafft. Okay. Verlierst keine Menschlichkeit. Mhm. Und beschreibst trotzdem mal, was Bruce jetzt gerade macht, wo er unterwegs ist. Am letzten Mal habe ich mich ja so zum Rande der Wüste begeben, mit Blick nach draußen, so die Straße entlang, die dann irgendwann zu der Kuppel führt, zum Ende davon. Wahrscheinlich starre ich gerade noch auf dieses Ortsschild, das wir ja immer noch von hinten gesehen haben. Dessen Beschriftung wir ja nicht kennen. Und Bruce steht da gerade einfach nur im Start, diese Straße entlang, und der denkt halt nach und schließt dann auch mal kurz die Augen und scheint halt abzuwägen, wenn man ihn von außen betrachtet.
und hat in beiden Händen so ein bisschen Sand in der Hand, den er vorher aufgehoben hat. Und wenn das quasi die Kamera sehen könnte, darüber wird halt aus der einen Hand quasi der Sand weggeweht. Es dauert einen Moment, bis dann die flachen Hände zu einer Faust ballt, dann wirklich auch einmal einatmet und dann: Es muss geschehen. Dann dreht er sich um, schaut auf die Stadt. Scarlett, das Messer. Und dann gehe ich die Straße entlang und würde dann dahin gehen, wo ich sie vermute. In ihrem Haus. In der Bibliothek. In der Bibliothek. Wenn und Bruce da ankommt, findet er halt das Bibliothek verschlossen vor. Also es hängt also das Licht brennt zwar, was sehr eigenartig ist, und das Schild geschlossen ist vor. Also. Wenn ich vorne nicht hereinkomme, würde ich dann mal diese Nebentür benutzen. Ja. Ist halt alles verschlossen, aber du kannst ja Zugriff verschaffen, wenn du möchtest. Ja, ich würde dann wahrscheinlich, ich würde die Tür irgendwie versuchen aufzubrechen. Ist mir gerade egal, wenn er geschlossen ist. Ich reiße die Tür auf oder ich schlage das Schloss. Ich denke mal, die Werkzeuge dafür habe ich immer bei mir. Mit grober Gewalt, ja, kein Problem. Ja. Trete ich ein. Scarlett. Keine Reaktion. Ich schließe einmal kurz die Augen. Probiere dann zu sehen, ob ich wirklich alleine bin. Du schleichst durch das Gebäude, kommst dann irgendwann in dieser gläsernen Eingangshalle an und siehst dann irgendwie nach draußen auf die beleuchtete Straße. Und kannst draußen zwei Gestalten erkennen. Ein Mann, eine Frau. Die eine kennst du, das ist deine Nachbarin. Die steht da irgendwie an der Bushaltestelle. Und unterhält sich mit einem Mann, den du auch kennst, nämlich Frank. Ich würde mich mal, also in der Bibliothek befinde ich dem nähern. Aber halte vor allen Dingen nochmal Ausschau nach Scarlett, die ich aber noch irgendwo vermute. Versuche die aber immer im Auge zu behalten. Dein Tier wittert irgendeiner merkwürdiges Geruch von Ozon oder so. Also so ganz das, was irgendwie, was du hier in der Bibliothek noch nie gerochen hast. Und dann schaust du nach draußen auf die zwei Gestalten. Der Bus fährt an. Tür öffnet sich und Frank legt so seine Hand um die Frau, schaut sie so an, grinst fürchterlich breit und schiebt sie so in den Bus rein, dreht sich dann um zu dir, als ob er wüsste, dass du da stehst und zuguckst, und lacht. Zieht so ein bisschen seine Käppi hoch, verschwindet dann im Bus, die Bustür geht zu und der Bus fährt los. Als er mich dann ansieht und unsere Blicke treffen, wahrscheinlich wird mit so einer Bestimmtheit, werde ich dann so wie halt ein Tier seine Lefzen hochziehen und dann kann man dann die großen Eckzähne erkennen wahrscheinlich. Aber ich schaue mich um, ich habe etwas vor an diesem Abend. Ich will mich umgucken, ob Scarlett noch da ist. Dann schaust du durch die Halle und dann fällt dir natürlich da dieser große Briefumschlag auf dem Bruce steht. Steht davor, greife danach und dann schaue ich mal rein. Da ist das Messer drin. Ja, ich greife mir das Messer und klappe das einmal auf.
denke kurz einen Moment nach und dann... Anna. Klappe das Ding wieder ein. Stecke das mir in die Manteltasche und dann drehe ich mich um. Eile zu meiner Wohnung. Einmal quer durch die Stadt in das Gebiet, wo deine Wohnung ist. Und kommst dann da an. Wirst auch freudig begrüßt von, wie hieß er? Pongo, glaube ich, ne? Dem Hund? Pongo, ja. Der draußen vor der Tür umherstromert. Ja, der wird auch üblich, wie immer, halt begrüßt. Kraul ihm so ein bisschen die Wangen. Na, Großer, wie geht's dir? Leckt dir so durchs Gesicht. Gut. Kraul ich ihn noch einmal. Streich ihn, klopf ihn wirklich ordentlich auf die Flanke und dann gehe ich rein. Anna sitzt auf der Couch und hat den dicken Kater Chat auf dem Bauch sitzen und krault ihm. Anna, schließ die Tür. Ich muss dir was erzählen. Hast du wieder ein neues Tier? Nein. Ich muss einen Moment nachdenken und so ein bisschen schäbig grinsen. Besser, wahrscheinlich. Anna. Und ich knie mich so, oder ich setze mich neben sie auf die Couch. Hör mal gut zu. Ich habe einen Weg, wie wir hier rauskommen. Aus der Wohnung? Anna, ich weiß, wie wir die Stadt verlassen können. Für immer. Wie wir diese Scheißglocke, diesen Scheißkäfig beseitigen können. Und dafür brauche ich leider deine Hilfe. Dann sie legt den Kater beiseite und richtet sich so auf. Wieso leider? Ich wollte dich ja nie mit reinziehen. Ich wollte dich aus dem Ganzen raushalten. Ich wollte, dass dir nicht nochmal sowas passiert, aber alleine schaffe ich das nicht. Du redest in Rätseln. Unter der Stadt, am Rande der Stadt, gibt es einen Bunkerkomplex. Da ja, ist den kenne ich. In diesem Bunkerkomplex war ein Safe, der geöffnet wurde. Dahinter befindet sich das, was hier Scarlett und Ronan Abyss nennen. Der da ist, um einen Vampir gefangen zu halten, für den der ganze Scheiß hier gebaut wurde. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, was der getan haben soll, hier drin zu sein. Aber wir gehen davon aus, dass wenn er befreit wird, dass das hier alles aufhört. Und ich greife mal in meine Manteltasche. Das hier ist der Schlüssel. Ein Messer. Ja, es hat wohl irgendeine Bedeutung für ihn. Für wen? Für diesen Vampir. Ich habe noch nie von ihm gehört. Sein Name ist Alistair. Alistair Webb. Mir auch total egal, wie der Typ heißt. Ich weiß nie, was der getan hat. Ist mir auch scheißegal. Solange er diese verkackte Barriere einreißt, wir endlich frei sind. Der kann aber das. Ich nicke. Ja. Aber da gibt es halt leider ein Problem. Wahrscheinlich wird der Eingang bewacht
von deiner alten Freundin. Veronica ist da unten und probiert ihn da drin zu behalten. Das. Und verwehrt allen die Freiheit. Das passt zu ihr. Ja. Mit ihr zusammen ist ihre Statue unten und dieser andere Tremere, den ich nicht kenne. Und leider auch Ronan. Hm. Ronan ist der Meinung, dass das eine schlechte Idee ist. Aber das ist die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben. Ich kann nicht mehr mit gutem Gewissen in diesem Käfig, in dieser Grube bleiben mit all den Monstern und warten, dass irgendwas kommt und uns zur Raserei bringt. Wir müssen da nach unten und diesen Alistair rauslassen. Und das schaffe ich nicht allein. Das schaffen doch vielleicht wir nicht allein. Wir brauchen die Anarchen. Ich denke mal, dass Adam es durchaus auch gefallen könnte, der Camarilla hier mal eins auszuwischen. Vermutlich. Auch wenn ich den Kerl selber nicht mag. Ich glaube, zusammen können wir das schaffen. Ich habe mit ihr eh noch ein Hühnchen zu rupfen. Ja. Bis jetzt hat sie sich mir immer entzogen mit ihrer Stellung, den ganzen Tremere-Gehabe und dem Ämterwahnsinn und so. Ich habe nur darauf gewartet, dass sie einen Fehler macht. Wenn sie mir jetzt im Weg steht, zwischen uns und unserer Freiheit steht, dann ist sie wohl schuldig, oder? Ich nicke. Lass mich nicht diktieren von einem Tremere, wo ich hingehen darf und wo nicht. Keiner hat das Recht dazu. Richtig. Vor allem nicht von einer Person, die Menschen behandelt wie Dreck. Sie nennen uns immer Monster. Ich hab's satt. Die ganze Doppelmoral hier, diese ganzen... Ich hasse diese Vampire in der Stadt. Ich hab's satt. Ich will einfach nur mit dir... Ich will mit dir weg. Ich wollte immer nur, dass wir frei sind. Dass du frei bist. Und jetzt ist die Gelegenheit da und Ronan versteht das nicht. Und er ist mein Freund, das weißt du. Aber ich dachte bis jetzt immer, dass er der einzig Vernünftige von diesen Hutträgern ist. Ich auch. Vielleicht habe ich mich in ihm getäuscht. Vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe, dass er... Vielleicht können wir noch mit ihm reden, aber selbst wenn nicht, die Gelegenheit ist jetzt da. Und nicht in einer Woche, einem Monat, einem Jahr. Wir können jetzt raus. Deswegen müssen wir auch jetzt diese Gelegenheit nutzen. Verstehe. Und was ist mit den anderen, mit der La Sombra und der Toreador? Scarlett ist weg. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Sie hat mir nur das hier dagelassen. Ich zeige das Messer. Keine Ahnung, wo sie hin ist. Was mit Sam ist, ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie bei Ron, vielleicht auch nicht. Im Endeffekt spielt es für das, was wir vorhaben, auch keine Rolle. Ich hoffe,
inständig, dass sie wie auch immer, auf jeden Fall, wir müssen dahin. Hast du noch Möglichkeiten, Adam zu erreichen? Es wird eine Weile dauern, aber ja. Gut. Vielleicht kümmerst du dich in der Zwischenzeit um, naja, Klarheit, wer auf wessen Seite steht. Ja, besser ist es. Ich habe keine Lust, noch einmal von einer Freundin untergangen zu werden. Ich habe nicht vor, damit anzufangen. Ja. Ich sprach nicht von dir. Ich weiß. Ja. Gut. Ich schaue mich um in der Wohnung. Nach den Katzen. Chad liegt da, wo Anna ihn abgesetzt hat. Und Boogie droht irgendwo auf der Küchenanrichte. Dann trete ich nochmal an ihn heran. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Dann kraule ich ihm so wirklich so die Backen, passieren so ein bisschen. Wahrscheinlich hattest du eh nichts anderes vor, aber es ist besonders wichtig, Boogie, dass du jetzt hier bleibst. Okay. Miau. Ich küsse ihm einmal so auf den Kopf und passe auf den Dicken auf. Miau. Gut. Ich suche nach Sam. Wir treffen uns am Park, okay? Ja. Also, mal nicht zu Anna. Du bleibst hier, Boogie. Du bleibst hier, Boogie. Nichts da. Du bleibst zu Hause. Okay. Komm nicht auf dumme Gedanken. Dann legt Bruce los und wir schwenken zu Sam, die ja immer noch alleine in dem Bürogebäude sitzt und an die Wand starrt oder was auch immer, was sie macht. Irgendwann würde sie sich wahrscheinlich dazu, also würde sie sich da auch zusammenpacken und wieder auf den Weg Richtung Club machen, weil sie schon gern wissen würde, ob in ihrem Safe wirklich noch alles unangetastet ist. Außerdem ist der Club wesentlich sicherer zum Schlafen als das Bürogebäude. Genau. Ja, dann kommst du irgendwann im Club an und merkst dann, dass da irgendwie Großbuhai ist. Und man dich so sofort irgendwie an die Seite winkt und irgendwie sagt so, gut, dass du da bist, hier war die Hölle los. Sind wieder Leute ausgerastet? Was ist passiert? Ja, deine Freundin war hier und hat irgendwelche gruseligen Dinge gemacht. Ah. Ja, das... sie sollte etwas aus meinem Büro holen, aber eigentlich keine gruseligen Dinge machen. Was denn für gruselige Dinge? Nun, sie hat so Tentakel gehabt, die mich an die Wand gedrückt haben. Ich glaube, du brauchst mal einen Schluck zu trinken. Komm mal mit hoch ins Büro. Ich weiß, das klingt verrückt, aber es war wirklich so. Ich bin nüchtern. Deshalb brauchst du jetzt ja was zu trinken. Keiner glaubt mir das. Komm mit hoch. Keiner. Ja. Dass sich Leute nicht erklären können, das ist für sie immer schwierig. Das war wirklich wie in einem dieser ekligen Hentai-Filme. Du guckst dir so einen Schwachsinn an? Nein, nein, natürlich nicht. Noch nie gesehen.
Komm mit. Erhol dich erstmal ein bisschen. Und erzähl mir dann in Ruhe, was du gesehen hast. Und da, wo wir von neugierigen Ohren sicher sind, wenn die Leute dich eh schon für ein bisschen. Na, folgt dir ins Büro und da sieht Sam dann irgendwie noch, dass der Tresor aufgebrochen ist. Ich würde ihm erstmal ein Glas Whisky oder so einschenken. Ich habe mit Sicherheit für Gäste Getränke da. Du hast in letzter Zeit auch ziemlich viel gearbeitet. Kann das sein? Ja, gefällt mir ja auch ziemlich gut hier. Ja, du solltest dich trotzdem nicht kaputt arbeiten, weißt du? Fühl mich nicht sonderlich überarbeitet. Ja, aber du siehst schon nicht so richtig gut aus. Ich meine... Ja, ich wurde heute von einem schwarzen Tentakel an die Wand gedrückt. Nee, ich meine, du wirkst auch ein bisschen überarbeitet. Ich weiß nicht, vielleicht kann sie auch einfach Taekwondo oder Kung Fu oder irgend so ein Scheiß und... Nein, ich sagte doch schwarzes Tentakel. Wie sah es denn genau aus? Ich würde mich mal ihm gegenübersetzen. Und kam das aus der Wand oder? Ich weiß gar nicht genau, wo das herkam. Auf jeden Fall hat sie so irgendwie so gemacht und dann irgendwie hat es mich an die Wand gedrückt. Hast du dich dabei verletzt? Nein. Sicher? Mir fehlt nichts. Ganz sicher? Lass sicher. Mal gucken. Zeig mal her. Ja, was denn? Zieh dein Hemd aus. Okay. Ich habe früher als Notfallsanitäterin gearbeitet. Ja? Ich habe genügend Verletzungen von Schlägereien und Ähnlichem gesehen. Ich möchte sicher gehen, dass da tatsächlich nichts passiert ist. Alles klar. Sieht das Hemd aus. Hat er irgendwelche offensichtlichen blauen Flecke oder so davon? Ach, gut. Ja, sieht tatsächlich so aus, als hättest du nichts abbekommen. Und auch so einatmen oder so, keine Schmerzen. Kannst du dich nach vorne beugen, ohne dass dir irgendwas wehtut? Ja. Beugt sich nach vorne und fasst halt so mit die Fußspitzen an. Das war's. Ich würde vorschlagen, du machst für heute Feierabend und gehst ins Bett. Und die Tentakel? Ich werde mit Scarlett reden, was das sollte. Also gibt's die wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat sie die auch, ich weiß nicht, vielleicht hat doch irgendwer hier Drogen in den Club geschmuggelt, aber... Ich werde mit ihr reden. Ich werde versuchen herauszufinden, was hier wirklich passiert ist. Aber du gehst jetzt erstmal nach Hause, schläfst dich aus und vergisst, was hier passiert ist. Okay. Das war mit entsprechendem Nachdruck gesagt. Schon verstanden. So. Und jetzt, ich habe noch einiges zu tun. Er trollt sich. Mach morgen frei. Okay. Sehen uns dann übermorgen.
dann sitzt du allein im Büro mit dem aufgebrochenen Safe. Ja, und den würde ich durchschauen, ob da noch, ob tatsächlich nur Betty fehlt. Ja, nur Betty fehlt. Und dann würde ich in das angrenzende Schlafzimmer gehen und gucken, ob die Wand dort noch intakt ist. Noch intakt. Gut, immerhin das. Ist der Safe nur das Schloss irgendwie geöffnet oder ist der quasi zerstört? Der ist aufgebrochen mit Gewalt. Ja, ich glaube, dann werde ich mal die gelben Seiten wälzen und gucken, wo ich einen neuen Safe herbekomme. Mhm. Weil da ja auch die Einnahmen entsprechend gelagert werden müssen und so. Dann klingelt irgendwann, also klopft jemand an der Tür. Eine Mitarbeiterin von dir kommt irgendwie, guckt so um die Ecke. Hallo? Ja? Machen wir sowas wie Privatpartys? Kommt drauf an. Auf was? Ja, ich meine, Privatpartys ist jetzt eine ziemlich allgemeine Anfrage. Es wäre die Frage, wann... Hier ist jemand, der möchte den Club für eine Party mieten. Ja, dann schick ihn doch am besten zu mir, dann können wir... Der hat angerufen. Hast du einen Namen, eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, irgendwas, die man kontaktieren kann? Ja, Moment. Kann? Wie hieß der noch? Er hatte so einen komischen... seinen Vornamen habe ich mir... Black hieß er. Mit E. Kann man ihn okay. Und wie kann man ihn erreichen? Und hat er gesagt, was für eine Party das sein soll? Geburtstagsparty, Junggesellenabschied? Nee, hat er nicht, weil ich habe ihm erstmal gesagt, dass ich erstmal abklären muss, ob wir überhaupt private Feiern veranstalten. Wird er sich nochmal melden? Ich habe gesagt, wir rufen zurück. Dann gib mir mal die Nummer. Ja, gib dir die Nummer. Dann rufe ich da an. Also, ja, beziehungsweise welche Uhrzeit haben wir denn? So 2. Ach, Wann hat er denn angerufen? Wie lange ist es her? Eine halbe Stunde? Ja, wenn der so spät noch hier anruft, dann kann ich ja mal probieren, ob man ihm die Uhrzeit noch erreicht. Okay. Aber für die Zukunft soll ich einfach weiter die Leute dann zurückrufen, oder? Ja. Sie sollen am besten Daten hinterlassen, weil es kommt ein bisschen drauf an, was für eine Party es ist und an welchem Tag, weil wenn es an einem der Tag ist, wo wir normalerweise geschlossen haben, ist es eigentlich kein Problem. Wenn wir deswegen aber den Regelbetrieb dicht machen müssten, dann muss es schon sich entsprechend lohnen für uns, auch finanziell. Weil dann fallen uns ja die regulären Tageseinnahmen weg. Verstehe. Und ich fange jetzt nicht an, wegen Hinz und Kunz Privatpartys zu veranstalten. Oder wenn sich klar. Die Anfragen dahingehend häufen, dann müssen wir überlegen, was wir dafür für Zeitslots freigeben können oder wie wir das Ganze managen. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, kannst du den Leuten, die anrufen, sagen, prinzipiell ja oder es sind immer Einzelfallentscheidungen. Dass, wenn ich gerade nicht da bin, kannst du ja auch schon, weißt du was, da machen wir am besten mal so einen Fragenkatalog, dass wir das vorab schon mal so ein bisschen abchecken können, dass wenn ich dann die Leute zurückrufe, schon mal so ein paar Basisinformationen habe als nur ein Nachnamen und eine Telefonnummer. Prima, das wollte ich, ja, prima, ja, danke. Klar doch.
Freut sich. Dann rufe ich mal an. Geht eine Frau ans Telefon. Stimme kennst du. Sandra. Day? Guten Tag, ich rufe hier an vom... Jetzt weiß ich den Namen. Also, Namen des Clubs. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob man den Club auch für Privatpartys mieten kann. Und rufe deswegen an. Mir wurde gesagt, Sie haben erst vor kurzem angerufen, oder genau gesagt, ein Mr. Black hat erst vor kurzem angerufen. Deshalb habe ich ja, ich weiß, es ist schon ein bisschen spät, aber ich dachte, ich rufe einfach direkt zurück. Kann ich vielleicht mit Mr. Black sprechen? Ach so, ja, Moment. Ja, ein leichtes Geraschel. Dann Black. Hallo, ich rufe an vom Club. Sie hatten eine Anfrage gestellt wegen einer Privatparty. Meine Mitarbeiterin hat mir ihre Nummer gegeben. Ja, prima. Ich bräuchte da, es ist schwierig, da jetzt eine pauschale Zusage zu machen. Ich bräuchte da ein paar mehr Infos von Ihnen. So, welcher Tag, welcher Anlass, welches Budget haben Sie dafür zur Verfügung? Ja, wissen Sie, ich glaube, das hat sich inzwischen erledigt. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Eigentlich war es mir nur wichtig, mal überall eine Anfrage zu machen. Aber nett, dass Sie zurückrufen. Ich meine, Sie kennen ja die Konditionen noch gar nicht. Also, ich denke, wir wissen beide, dass, egal was Sie anbieten, ich die, naja, besseren Konditionen habe. Ich würde vorschlagen, anstatt einer Party bei Ihnen, machen wir eine Party bei mir. Was wollen Sie? Naja, ich habe Spaß. Sie riecht ziemlich gut. Ich weiß noch nicht, ob sie meinen Geschmack trifft. Wo soll denn diese Party steigen dann? Weil bei Ihnen ist so ein bisschen... Ach, ich glaube, Sie wissen genau, wo Sie unsere gemeinsame Freundin finden können. Verdammt. Gut. Vielleicht tausche ich ja auch. Stehe eher auf blond. Heute Nacht noch, oder? Bin ziemlich müde. Ich glaube, morgen. Zeitnah nach Sonnenuntergang? Ja. Bin zwar Langschläfer, aber das sollte klappen. Gut. Freue ich mich. Zwei hübsche Damen und ich, das ist definitiv eine Party. Die Freude ist ganz meinerseits. Das denke ich mir. Dann bis morgen. Es ist Zeit, einen gewissen Nosferatu zu suchen. Ja, wo denn? Ich glaube, ich würde tatsächlich in diesem Fall zu Wanze gehen. Weil von dem wussten wir ja, wo Wanze, also wir wissen ja, wo Wanze sich aufhält, wo der sein Domizil bezogen hat. Und nachdem ja wohl die Machtverhältnisse innerhalb von Clan Nosferatu nicht so hundertprozentig geklärt sind, aber er ja großes Interesse daran hatte am Primogenamt und ich Tom Schwarz ja auch zu ihm geschickt habe, würde ich zu Wanze gehen. Ja, in der Seitengasse, wo man ihn sonst immer antrifft. Genau. Du musst einen Augenblick warten da und irgendwann
rumpelt es irgendwie an einer der großen Mülltonnen. Ich würde einfach zur Not den Reißverschluss von der Jacke schon mal aufmachen und so ein bisschen am Dekolleté rumzupfen, um ihn möglichst schnell anzulocken. Genau in dem Moment rumpelt es an der Mülltonne. Und dann kommt so ein bisschen wie Oscar aus dem, ne? So eine Bananenschale irgendwie quer auf dem Kopf sitzen. Schmeißt dann so einen zerfledderten Playboy hinter sich. Hey! Ich würde meinen Ekel runterschlucken. Wanze, lange Zeit nicht gesehen. Direkt wiedererkannt. Mhm. Wie laufen so die Geschäfte? Schon primogen alle beide habe ich wiedererkannt, ja. Du hast ja schon Fotos von ihnen gemacht, nicht wahr? Darf ich? Wie laufen denn die Geschäfte so? Bist du schon primogen? Fast. Würde es deinem Bestreben nach dieser Position zuträglich sein, wenn du einen Gefallen beim Sheriff gut hast? Habe ich das nicht sowieso schon? Ja, noch zusätzlich. Zwei. Mhm. Was? Aber vielleicht darfst du die auch mal anfassen. Magst du eine Art von Gefallen? Wo ist Tom Schwarz? Magst du eine Art Gefallen? Ein großes. Und du darfst die mal anfassen? Schaut so. Einen großen Gefallen und anfassen. Okay, aber nur, wenn ich ein Video davon machen darf. Solange du es nicht bei YouTube oder Ähnlichem hochlädst, sondern es für dich und vielleicht ein, zwei ausgewählte deiner Freunde. Hat der Sheriff schon mal irgendwas von der Maskerade gehört? Denkst du, so jemand, der so aussieht wie ich, stellt sowas nach YouTube hoch? Deine Hände sehen doch ganz okay aus. Und wessen Möpse das sind? Ach so. Ja, bei YouTube mag das nicht mit dem Möpse. Pornhub. Was du bevorzugst? Prima. Schwarz. Der neue. Genau. Motel. Welches? Das draußen an der Hauptstraße, wo du auch mal super warst. Wo sie alle hingehen. Irgendjemand neu kommt, ist ja immer da. Tja, irgendwie liegen die eben besonders gut. Dem verschlissenen Charme kann sich irgendwie keiner entziehen. Gut. Mhm. Dann so, und jetzt Video. Kennt ihr das, wenn man sich so in Gedanken beim Zahnarzt so ganz weit weg teleportiert? Genau das passiert jetzt auch. Ja, die Kamera blendet an dieser Stelle aus. Das hat jetzt Ronan gemacht und nicht Wanze. Ja. Dann bekommst du wirst du danach zu dem Motel fahren wahrscheinlich. Genau. Mhm. Ja. Lässt dir dann wahrscheinlich irgendwo den Zimmer-Service irgendwie sagen, welches Apartment Tom Schwarz bezieht. Er ist irgendwie nicht unter Tom Schwarz in der Gästeliste, aber ich denke, Sam ist schlau genug, um auch nach John Doe zu fragen.
Dann stehst du irgendwann vor dem Apartment. Dann würde ich klopfen. Wer da? Mr. Schwarz, wir hatten schon das Vergnügen. Samantha Jones, mein Name. Man hört so kurz die Kettengeräusche vom Schloss. Dann geht die Tür einen Spalt weit auf. Es verschafft mir die Ehre, den Sheriff der Stadt zu sehen. Ich weiß, wo Christopher Black ist. Das nimmt mir viel Arbeit ab. Und ich habe morgen einen Termin mit ihm und ich würde Sie bitten, bis zu dem Termin abzuwarten und ich möchte Sie begleiten. Beziehungsweise, ich kann Ihnen, Sie haben ja gesagt, Sie wollen ihn zuerst beobachten. Ich schätze mal, Sie können sich unsichtbar machen? Nun, so funktioniert das nicht ganz, aber ja. Sie wissen, was ich meine. Vielleicht könnten Sie heute schon mal bei der Adresse vorbeischauen. Ich würde Sie nur bitten, nicht überstürzt zu handeln, weil er hat jemand bei sich, der mir sehr wichtig ist. Okay. Darf ich fragen, um wen es sich handelt? Meine beste Freundin. Stehe. Dann ist sie in großer Gefahr. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Mr. Black sie als Druckmittel gegen mich einsetzen möchte. Und anscheinend hat das geklappt, wenn ihr euch schon verabredet habt. Ich kann sie mir schlecht kampflos überlassen. Ich habe alles dran gesetzt, dass sie diese Stadt wieder, oder ich habe ihr nahegelegt, diese Stadt wieder zu verlassen. Aber, ja. Dann hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist. Menschen, mit denen sich Black umgibt, sind meistens nicht lange am Leben. Ich habe die leise Hoffnung, dass er mit solchen Dingen warten möchte, bis er Publikum hat. Geneigtes Publikum. Wenn Sie mir die Adresse geben, sehe ich nach. Ich würde ihm die Adresse auf den Zettel schreiben. Habe ich die Erlaubnis des Sheriffs einzugreifen, falls nötig ist? Ja. Gut. Dann sehen wir uns morgen. Wo kann ich Sie erreichen, falls was ist? Im Club. Ich würde ihm noch die Telefonnummer vom Club dahin kritzeln. Verstehe. Dann? Vielen Dank. Er nickt. Keine Sorge, wir kriegen den. Nochmal drückt er mich nicht. Ich hoffe es. Ganz blöd frage ich, habe ich am Telefon die Stimme von Frank? Also hat er sich angehört wie Frank? Weil er sieht jetzt aus wie Frank. Hört er sich dann? Okay. Ja. Ich schätze mal, damit schulde ich Ihnen einen großen Gefallen? Dafür nicht. Der Gefallen ist eingelöst, indem ich Christopher kriege. Wir wissen ja gar nicht, wie lange ich nach dem schon suche. Das ist trotzdem sehr großzügig von Ihnen. Wenn Sie wüssten. Dann sehen wir uns spätestens morgen Abend. Bis morgen Abend. Dann würde ich mich wieder auf den Weg zurück zum Club machen. Ja. Da wirst du wahrscheinlich auf Bruce treffen, der auf dem Weg zu dir war.
Ja, ich laufe mit so heruntergezogener Kapuze durch die Straßen. Bin dann wahrscheinlich doch recht verblüfft, dass ich dann Sam aus einer anderen Richtung sehe. Sam? Hast du Zeit? Irgendwie schon. Was ist los? Deine Nachbarin hat einen Besucher unserer Art. Ja, Frank, ich hab's gesehen. Ist auch einer der Gründe, warum ich zu dir wollte. Das ist nicht Frank. Das war Frank. Ich habe ihn gesehen. Und ich habe mit Christopher Black telefoniert und er hat sich nicht angehört wie Frank. Und Bruce hat aber auch gesehen, dass Frank tot ist, ne? Es ist doch nicht passiert, als wir rausgegangen sind. Da waren wir alle schon weg. Ah, okay. Da waren wir alle draußen. Das hat keiner von uns gesehen. Dann habe ich das gerade irgendwie falsch abgespeichert. Okay, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es war. Vielleicht sind sie auch beide bei ihr. Ich habe mit einem Christopher Black telefoniert, der ursprünglich eine Privatparty hier im Club machen wollte und mich jetzt zu einer Party zu sich eingeladen hat. Scheiße. Egal, wer dieser Christopher ist oder vorgibt zu sein. Es könnte Frank sein, wie auch immer. Was hast du vor? Ich werde dieser Einladung nachkommen morgen. Morgen. Ich war gerade bei Tom Schwarz und habe ihn um Hilfe gebeten. Hm. Kenne ich Tom? Nee, ne? Glaube nicht. Doch, ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob du dabei warst, als der Marco sich vorgestellt hat. Da waren alle da. Ah. Ja, da waren alle da. Ihr habt alle mitbekommen, dass er Christopher Black sucht. Der Neue. Ja. Das klingt nicht gut. Nein, und dafür schulde ich Wanz jetzt einen großen Gefallen und aber es musste schnell gehen und ich glaube, diese Stadt hier geht sowieso vor die Hunde. Also, wenn jetzt eh bald die Hölle losbricht, ist es völlig egal. Ich glaube, Wanze weiß noch nicht, dass ein großer Gefallen bei dem Sheriff wahrscheinlich null und nichtig ist, aber hey. Vielleicht auch nicht. Ich kram in meiner Tasche, hab das Messer. Bist du jetzt derjenige, der die Tür aufsperrt? Ja. Kannst du damit noch warten, bis das morgen Abend geklärt ist und Sandra vielleicht die Chance hatte, die Stadt zu verlassen? Ich schnaube wirklich. Ich bitte dich nur um ein paar Stunden. Ich schau mal gen Himmel. Wie spät ist es gerade? Ich denke mal so ein Stündchen später, irgendwie 3. Gut. Ein paar Stunden. Spätestens dann wird es passieren. Wir wollen uns morgen ziemlich direkt nach Sonnenuntergang treffen mit Sandra und Christopher. Vielleicht, ich weiß nicht, Mitternacht? Gib mir einfach ein bisschen Vorsprung. Bruce. Ja. Dir liegt doch auch was an den Menschen. Alles gut. Sie ist deine Nachbarin. Einfach nur ein paar Stunden Vorsprung. Mehr möchte ich gar nicht von dir. Alles gut. Ich hoffe, es wird dir gelingen. Denn morgen wird die Barriere fallen. So oder so.
Ich gehe davon aus, man kann nicht mit dir rechnen. Bruce, ich kann dich doch eh nicht aufhalten. Du könntest mich begleiten, aber ich merke schon. Wir müssen halt aufpassen auf die, die wir lieben. Ich verstehe dich schon. Bruce, ich habe Angst vor dem, was da unten ist. Ich auch. Ist dir klar, dass das irgendwie im übertragenen Sinne mein Vater irgendwo, so abstrus wie das klingt, ist? War auch eine der Sachen, über die ich nachdenken musste, ja. Doch. Ich weiß nicht, ob es an der Zeit sein könnte, sich diesen Dämon zu stellen. Ich habe für mich entschieden, dass ich zu lange schon von meinem inneren Biest weggelaufen bin, von den Dämonen dieser Stadt. Vielleicht ist für dich an der Zeit, dasselbe zu tun. Wir wissen nichts von diesem Alistair. Gar nichts. Auch Anna wurde wie ein Tier weggesperrt. Alle hatten Angst vor ihr. Aber ich weiß, dass sie eben kein Monster ist. Dass sie einfach nur frei sein möchte. Dass ich frei sein möchte mit ihr. Dass das unmenschlich und grausam und furchtbar ist, was mit Anna passiert ist. Darüber brauchen wir nicht mehr reden, das wissen wir alle. Ja. Deswegen, ich habe meinen Weg gewählt. Weißt du, ich glaube, ich würde mitkommen, wenn ich eine Chance sehen würde, dieses Monster da zu töten. Dass kaum, dass die Barriere gebrochen ist, dass ihr gehen könnt. Dass ich ihm heimzahlen könnte, dass er mein Leben zerstört hat. Aber ich weiß nicht, ich bin ein Feigling. Nein. Das glaube ich nicht. Ich kann dir noch nicht sagen, ob ich kommen werde. Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich auch einfach meine Sachen packen und abwarten, bis, ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie ein großes Knistern und dann auch einfach von hier weggehen, aber ich glaube, wir werden es merken. Sam, ich trete einen Schritt näher. Egal, was passiert, ich bin froh, dass wir uns getroffen haben in dieser Stadt. Und genauso wie ich auf die aufpassen möchte, die ich liebe, tu das Gleiche. Tu das, was du als richtig dafür erachtest. Okay. Mir Mühe geben. Ich werde euch nicht aufhalten. Ich kann verstehen, dass Anna nur hier weg will. Und ich meine, wir wollen alle, das ist ja dieses, wir wollen alle hier weg. Wir fühlen uns hier alle gefangen. Und ich frage sie wirklich, welchen Preis müssen wir dafür bezahlen? Das werden wir nicht rausfinden, wenn wir es nicht versuchen. Guck, und da bin ich der Feigling. Ich habe nämlich Angst vor dem, was passiert, wenn wir dieses Monster freilassen. Es wurde uns versprochen, dass er die anderen in Schach halten kann und das Gleichgewicht wiederherstellen kann, aber wir wissen es nicht. Und von wem wurde uns das erzählt? Von Frank, der irgendwie auch unter seinem Einfluss stand, und von dieser Sarah, die wir auch nicht näher kennen, wo wir auch nicht wissen, welchen Einfluss er auf sie ausübt. Ja. Vielleicht. Bräuchte einen Experten, der weiß, was Alistair Webb macht. Witzig, ja. Dass gerade just in diesem Augenblick zwei Tremere durch den Club wandern. Die Treppe gerade zum Büro vielleicht hochlaufen. Shit. Und klopfen. Wahrscheinlich ziemlich hastig klopfen. Ja. Ja. Ich bin's. Gut.
Ja, worauf wartest du? Komm rein. Ja, und da ist doch jemand im Schlepptau. Ja, ich stehe da mit verschränkten Armen. Bleibt so im Türraum stehen. Du hättest sagen können, dass du Besuch dabei hast. Ich habe Besuch dabei und er ist nicht irisch. Wenn wir ja, bei dem das Telefon klingelt. Wäre mir bei dem langen grauen Bart nicht eingefallen. Ich betrachte mal diese Person da. Eins nach dem anderen. Dieser Anruf ist vielleicht wichtig. Würde ihr Telefon rangehen? Ja. Veronica hier. Sheriff? Ja? Ich habe ein großes Verbrechen anzuzeigen bezüglich Clan Tremere. Sprich? Es befinden sich Verräter in dieser Stadt. Ich glaube, das kann man generell auf alle Clans sagen, aber aus Kana. Weiter. Diejenigen, die gegen die Camarilla und alles rebellieren, für das sie steht. Und anscheinend ist euer Freund Ronan einer, der dazugehört. Er ist geflohen, wir konnten ihn nicht stellen. Ich würde in dem Moment dann hochgucken und Ronan auch direkt angucken. Geflohen. Was heißt einer von ihnen? So viele seid ihr doch gar nicht, oder? Ein ehemaliger Freund von mir hat mich wohl auch getäuscht und ist in seiner Begleitung. Es liegt so im Interesse von Haus und Clan, dass die beiden uns ausgeliefert werden. Ich verstehe. Gut. Also falls ihr ihm wisst, wo er sich aufhält oder wo sein Unterschlupf ist für die Nacht, ihr wisst, wo er mich erreichen könnt. Ja, kein Problem. Sonst noch etwas? Das ist alles. Gibt es irgendwelche Dinge, auf die man besonders achten muss? Also... Es sind gerade 34 Orks reingeschneit. Moment. Kurz begrüßen. Hallo, Orks. So, ja. Notiz, der Geisteszustand von Veronica lässt auch zu wünschen übrig. Möglicherweise schon Kontakt mit Michael ja. gehabt. Der Bunkerkomplex ist sicher. Wir haben, naja, einen Kana-Jäger hier. Gut zu wissen. Er hilft uns beim Versiegeln. Gut. Dann danke für die Info. Ich werde... Ich werde mich drum kümmern. Dann würde ich auflegen. So. Ein Freund, der Veronica hintergangen hat. Dabei würde ich den Neuankömmling angucken. Ich hätte uns jetzt nicht unbedingt als Freunde bezeichnet, eher als frühere Bekannte. Tatsächlich hat Ronan erst zu Sam geguckt, aber sonst die ganze Zeit Bruce angeguckt. Also... Ach, wo bleiben meine Manieren? Tobias van Horn, der Name, und ich heb's meinen Zylinder an. Wahrscheinlich hat Bruce auch gleichzeitig Ronan angeguckt. Dann schaue ich einmal zu diesem Herren mit Zylinder. Guten Abend, Bruce. Ronan zieht dann die Jacke aus. Er hat ein bisschen schlechte Erfahrungen mit gut angezogenen Männern gemacht. Sehen Sie es ihm bitte nach.
So. Kein Problem. Und zieht die Jacke aus und löst das Holster und lässt es so kurz auf den Boden fallen, einfach. Kannst du mich bitte aufklären, was Haus Kana ist? Und was bitte ist ein Kana-Jäger? Bruce, der Bunker ist. Wir haben da ein. Das ist vielleicht für dich ganz wichtig. Um es kurz zu fassen, als die Pyramide gefallen ist, beziehungsweise schon kurz vorher, gab es ein Haus, was gesagt hat, dass die Hierarchie scheiße ist, dass Blutsbande scheiße sind und hat einen Weg gefunden, das Blutsband zu negieren. Was ihr wisst von mir. Und das war Haus Kana. Die werden gejagt von den anderen Tremere und der ausgewiesene Kana-Jäger ist mein Erzeuger. Er ist hier. Scheißkerl, der dich gewandelt hat, statt dich umzulegen? Er ist hier, ja. Ich denke, er hat erfahren, dass ich zu Haus Kana gehöre. Von mir weiß er das nicht. Tja, mitgefangen, mitgehangen, würde ich sagen. Ron, so geht mal auf Bruce zu. Wow, 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 wow. Er ist unbewaffnet. Also was trotzdem, macht hier keinen Bullshit. Wenn ihr euch kloppen wollt, dann bitte draußen. Ich habe heute Nacht keinen Nerv mehr dafür. Und mit dir, Ronan, habe ich prinzipiell eh noch ein Hühnchen zu rupfen. Soll ich kurz 5 Minuten vor die Tür gehen? Ich glaube nicht. Bleiben besser, so. Sie werden hier nicht gesehen, weil, ja. Keine Ahnung, wen Veronica noch alles heiß gemacht hat. Weil theoretisch sollte ich euch für Haus und Clan ausliefern. Also. Ja. Und theoretisch, mein lieber Ronan, hast du heute Abend auf einen unbewaffneten Primogen geschossen. Kannst du mir mal bitte sagen, was ich tun soll? Das ist vermutlich sowieso bald alles egal. Ja, mein Plan sieht auch vor, diese ganze Scheiße jetzt auszusitzen. Bis uns der Himmel auf den Kopf fällt, was ja morgen Nacht passieren wird. Er wird sich dann zu Bruce halt vorbeugen. Ich habe noch was erfahren. Alle, es sind Geister hier gefangen, so wie Kendra. Wenn die Barriere fällt, können sie in den Himmel auffahren. Ist es laut genug, dass... Also jetzt erstmal nur Bruce gesagt. Okay. Da dann so irgendwie wie ist dein Mikro gerade komisch. Wie hier halt eine blutige Träne runterläuft. Wieder. An Rodens Gesicht. Also die Verzweiflung ist ihm so ins Gesicht geschrieben. Und die Zerrissenheit. Ich lehne mich dann auch nach vorne. Ronan. Ich weiß genau, was du fühlst gerade. Und bitte glaub mir auch, das, was vorhin geschehen ist. Diese Entscheidung, die fiel mir nicht leicht. Aber wir haben die Möglichkeit, das morgen alles zu beenden. Ich für Anna. Du für Kendra. Wir haben jetzt die Möglichkeit, auch wenn sie schwerfällt, das tut sie mir. Glaub es wirklich. Ich will mal so Stirn an Stirn kurz lehnen. Ich brauche dich jetzt. An meiner Seite. Ich werde morgen zu diesem Bunker gehen. Wir werden morgen zu diesem Bunker gehen. Wir beenden das Ganze, wie wir es begonnen haben, Bruder. K-
greife dir wieder an die Schulter. Und dreht sich dann halb zu den anderen um. Wenn die Barriere fällt, ist Kenra frei und alle in dieser Stadt gefangenen Seelen und Geister. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber gemeinsam werden wir uns dem stellen und allen eine Lektion erteilen. Auch wenn es nicht das ist, was ich geplant oder was wir geplant haben. Er guckt mal zu Tobias rüber. Ich wurde hergerufen, um mich um das Albus-Problem zu kümmern. Los, ich werde mich darum kümmern, auf die eine oder andere Art und Weise. Du hast mein Wort. Ja, bitte. Du hast mein Wort. Morgen enden alle Fäden. Wo kriege ich ein Auto her, was wirklich schnell fährt? Mein Dodge ist getuned. Auch wenn er nicht so aussieht. Ich habe ihn absichtlich herunterkommen lassen von außen, aber ein Sportwagenmotor ist drin. Kann ich ihn für Sandra haben? Schmeiß den Schlüssel rüber. Mit einem Kleeblatt-Anhänger. Würde ich den Schlüsselanhänger wegmachen und dir den wieder zurückwerfen? Ich glaube, den braucht ihr bei dem, was ihr vorhabt. Was ist mit Ihnen, Mr. Van Horn? Tja, wie es immer ist, wenn Alistair Webb im Spiel ist. Eine unglückliche Verkettung von Zufällen, könnte man meinen. Ich bin sozusagen oder war Veronicas Hoffnung, dass man ihr kleines Problem löst, da ich sozusagen der Experte in Sachen Alistair Webbs bin. Zumindest derjenige, den sie kannte. Ich verstehe. Deswegen hat man mich hierher gerufen, wo auch immer hier genau ist. Der Pickel am Arsch der Welt. Wir wissen den Namen nicht. Texas. Der Name der Stadt ist unbekannt. Angenehm. Nun, sagen wir, wenn man schon mal so eine Gelegenheit hat, den Kerl zu kriegen, warum sie nicht nutzen? Das denke ich auch. Gut. Ich schaue mich dann nochmal rum. Können wir hier schlafen? Ich glaube, wir werden draußen, könnte uns vielleicht die Gargüle finden. Warum nicht? Ich glaube, wie gesagt, dass meine Zeit als Sheriff dieser Stadt eh ziemlich gezählt sind. Also. Das ist in dieser Stadt mit dem Sheriffsposten eh eine ganz schwierige Sache. Ich habe schon zwei Leute von der Blutjagd geschützt. Ach, mehr eigentlich, wenn ich Jelly jetzt noch mitrechne. Wenn wir das Ding da unten aufkriegen und etwas schief geht, dann sind die Tage dieser Stadt sowieso gezählt. So oder so wird das Ganze hier enden. Gibt da so ein altes Sprichwort aus Dublin. Wenn ein Ire nach jemandem sucht, der größer ist als der selber, guckt er einfach nach oben. Und er wird immer fündig. Und mit diesen Worten schwenkt die Kamera einmal durch das Fenster nach draußen. In den Sternenhimmel, wo sich gerade eine merkwürdig krumm fliegende Sternschnuppe
über den Himmel zieht. Eine UFO-Sichtung für Henry, den Verschwörungsmystiker, mehr, der hinter seinem Teleskop sitzt. Ich hab euch! Und hier beenden wir den Stream heute. Uff. Das war schön. Ein bisschen geschickert. Ja, war nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir haben es hingekriegt. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Besonders auch an Reg, dass er mitmacht. Wer Reg noch nicht kennt und Tobias von Horn, der schaut bitte auf dem Kanal von Meister Umbreon die alten Viva Venezia und Viva Las Vegas Folgen. Da wisst ihr dann auch, was Tobias mit Alistair Webb verbindet. Eine eine unglückliche Verkettung von Zufällen. Vielen, vielen Dank auch an Mondi, die an dieser Stelle aus der Geschichte ausgetreten ist und ja, uns aus dem Sternenhimmel mit zusammen mit Panava weiter beobachtet. Und ja, wir schauen trotzdem, wie die Story sich beim nächsten Mal in 2 Wochen dann weiterentwickeln wird. Und könnt gerne dabei sein, wenn alles klappt und uns nicht irgendwas dazwischen kommt, wenn wir in 2 Wochen schauen, wie es weitergeht. Und ja. Ich habe auch gelesen, Anfang des nächsten Monats wird auch noch aufgelöst, was denn Malcolm und Jelly gerade treiben. Das ist gerade schwer in der Mache, Content dafür. Den findet ihr dann auf meiner Patreon-Seite gemeinsam mit ganz vielen Aftershow-Talks, die den wir gleich auch versuchen nach der Show aufzunehmen. Da quatschen wir mal ein bisschen über die Session, sofern wir es zeitlich irgendwie hinbekommen. Falls euch das interessiert, schaut da mal vorbei. Sucht auf Patreon einfach mal nach der Koali und dann findet ihr da auch alles, was ihr braucht. Ja, und falls ihr den Zwischenzeitraum von den 2 Wochen nicht ohne Rollenspiel überleben könnt, was ich euch gut nachvollziehen kann, dann könnt ihr ja mal die anderen Kanäle von den Leuten hier auschecken. Und die anderen Projekte der anderen mal auschecken. Zum Beispiel, jetzt fangen wir mal mit dem Gast an. Der Reg hat nämlich auch einen YouTube-Kanal. Ich habe jetzt leider den Link jetzt hier gerade nicht parat. Bin schlecht vorbereitet. Eben. Aber den kannst du ja vielleicht gleich mal irgendwie selber in den Chat reinschmeißen. Und dann können die, wohl gerade noch so hin, ja. Können die Leute da draufklicken und die grandiosen Dinge, die du auf deinem Kanal tust, begutachten. Damit kann man jede Menge Zeit füllen und sich ein bisschen humorig die Zeit vertreiben, auf jeden Fall. Nicht nur, aber auch. Was macht denn Reg so auf seinem Kanal? Hauptsächlich die als Brickfilm bezeichneten Stop-Motion-Videos mit Klemmbausteinmaterial, um es urheberrechtskonform auszudrücken. Wir wollen hier keinen Ärger kriegen. Und steige jetzt mehr und mehr ins Music-Business ein. Habe meine erste Single vor 2 Wochen veröffentlicht. Bisschen musikalischen Content wird es jetzt in diesem Jahr auch etwas regelmäßiger geben. Habe damit letzten Jahr so ein bisschen angefangen. Und ja, hin und wieder halt darauf, worauf ich sonst noch Lust habe, wenn es mal was Interessantes gibt, worauf man die Kamera halten kann. Also ein buntes Nerdparadies, könnte man sagen. Du bist gemütlich, guck mal. Und außerdem ist der Reg bei vielen anderen Kanälen noch Spielleiter im Pen-and-Paper-Bereich. Am häufigsten, glaube ich, sieht man ihn auf dem Kanal von Quantum Place oder Mischka RPG. Da leitet er jede Menge Warhammer 40k. Und manchmal ist er aber auch beim Kakko unterwegs und treibt da sein Unwesen. Also
falls ihr Retsch mal in RPG anderer Form als Tobias von Horn erleben wollt, dann guckt ihr da auf die Kanäle mal. Aber wenn wir gerade schon beim Kakko sind, was gibt es beim Kakko überhaupt generell zu erleben? Einiges. Nebst natürlich auch vielen tollen Runden mit dem Retsch zusammen. Er ist nochmal meine Identität. Tatsächlich auch etwas grau heute, deswegen passt das auch. Auch momentan sehr viele Bemal-Streams, die werden immer live gestreamt. Kommenden Sonntag wird es dann der Fall sein, das nächste Mal. Aber noch andere Rollenspiele oder Rollenspiel-Streams gibt es da, beispielsweise vom Retsch der Sprawl, kann ich sehr empfehlen. Und ich sag mal, in Zukunft, es wird wahrscheinlich zum Spring Break auch mal wieder ein Rollenspiel-Stream von mir geben. Ich glaube, das nächste Mal sehen, rollenspieltechnisch, wird man mich aber wahrscheinlich am Retsch am 2.4. spielen, wenn, ne? Ich glaube, am 2. Ich glaube, dem war so. Der SL sagt ja. Da spielen wir auf dem Kanal von Mischka und Quantum Place, nämlich unsere seit knapp 4 Jahren gehende 40k-Runde. Läuft auf jeden Fall schon eine Weile, ja. Mhm. Genau, da machen wir wieder ganz viel Unsinn im Namen des Imperators. War auf jeden Fall letztes Mal spannend. Lohnt sich auf jeden Fall, das auch mal nachzuholen. Ja, und wenn ihr sagt irgendwie, Grim Future findet ihr nicht so geil und die Fresse vom Kakko kann ich auch nicht mal sehen. Dann, verständlich. Dann schaut ihr Kakko freien Content beim Rerion. Was gibt's denn da? Also prinzipiell gibt es da 3 Runden bei mir aktuell. Das ist einmal die Dark Ages-Runde mit den Transsilvanischen Chroniken, dann die Simjala-Kampagne bei DSA, DSA 4 wohlgemerkt, nicht 5, und Cthulhu mit dem Horror im Orient Express. Wird jetzt allerdings noch ein bisschen dauern, bis es weitergeht. Aber wo man mich auf jeden Fall sehen wird, ist, wenn alles glatt geht, in der G7 bei Pölle am Mittwoch. Ja, genau. Ich habe übrigens noch einen kleinen Nachtrag. Mhm. Da hat mich die gute Feder dran erinnert. Das haben wir nämlich erst kürzlich geklärt, denn man sieht mich am Dienstag bei der Feder. Da zeige ich der Feder nämlich etwas von meinem Handwerk, von dem, was ich nämlich verstehe. Also nicht vom Rollenspiel, das kann ich ja nicht, sondern vom Püppchen bemalen. Okay. Ja, und falls ihr euch fragt, ob man Feramin auch auf ihrem eigenen Kanal begutachten kann, die hat leider keinen eigenen Kanal, den ihr so verfolgen könnt. Aber rollenspieltechnisch ist sie weit verstreut auf überall, auf verschiedensten Kanälen. Und wenn ihr wissen wollt, wo sie denn beim nächsten Mal auftaucht, dann folgt ihr am besten auf Twitter. Seid ihr dann immer ganz gut informiert und findet auch allerlei anderen nerdigen Kram auf ihrem Twitter-Profil. Kann ich nur empfehlen zum Folgen, lohnt sich. Dann gibt's das nächste Mal irgendwie eine Aktion mit dir? Ich habe jetzt eigentlich meine freie Woche, wahrscheinlich dann Montag in einer Woche. Dark Ages bei Rerion. Alles klar. Okay. Ja, dann wünschen wir euch da draußen noch den Segen der Nacht. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst uns bitte einen Kommentar, einen nett gemeinten oder einen schönen konstruktiven. Und ein Herzchen wäre auch nicht so schlecht oder ein Daumen hoch oder sowas. Falls ihr euch uns weiterempfehlt und wenn ihr das toll findet, finden wir das auch immer ganz klasse. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.